Ja, hallo, liebe Freunde der sagenhaften Podcast-Unterhaltung. Unser heutiger Gast bedarf eigentlich keiner großartigen Vorstellung. Dennoch möchte ich ihn natürlich auch für diejenigen, die ihn bis dato noch nicht kannten, ordentlich vorstellen. Reinhard Habeck, geboren 1962 in Wien, ist nicht nur ein ausgebildeter Vermessungstechniker, sondern auch ein herausragender Cartoonist, Buchillustrator und Schriftsteller. In den 1980er Jahren gab er seinen erlernten Beruf auf, um sich vollständig der Welt der Kunst, Forschung und Schriftstellerei zu widmen. Sein erstes Sachbuch, Licht für den Pharao, bei dem Peter Grasser Co-Autor war, erschien 1982 und sorgte sofort für ein großes Medienecho. Diese Publikation markierte den Beginn einer faszinierenden Reise in die geheimnisvollen Mysterien dieser Welt. Ein weiterer Schlüsselmoment trat 1992 ein, als Habeck wieder gemeinsam mit Peter Grasser den Präastronautik-Bestseller Das Licht der Pharaonen veröffentlichte. Diese Studie, unterstützt von Elektroexperten wie Diplom-Ingenieur Walter Garn, beleuchtete die These des elektrotechnischen Hightech-Wissens der alten Ägypter. Die Rekonstruktion einer funktionstüchtigen Gasentladungslampe im Hathor-Tempel von Dendera war ein wegweisender Schritt in der alternativen Archäologie. Seit Pharaonenlicht bereist Habeck die geheimnisvollen Schauplätze der Welt, um mysteriöse Funde und ungewöhnliche Begebenheiten zu erforschen. Mit über 20 Sachbüchern zu den Grenzgebieten des Wissens und zahlreichen Fachartikeln hat er sein Engagement für die Erforschung des Unerklärlichen eindrucksvoll dokumentiert. Neben seiner beeindruckenden Forschungsarbeit ist Habeck ein kreativer Geist im Bereich der Illustrationen und Cartoons. Über 150 Cartoon-, Witze-, Kinder-, Sach-, Schul-, Mal- und Bilderbücher tragen seine künstlerische Handschrift. Seine populärste Comicfigur, Rüsselmops der Außerirdische, begeistert Leser seit den 1980er Jahren und hat regelmäßige Auftritte in verschiedenen Publikationen sowie online. Reinhard Habeck ist ein Mann, der die Brücken zwischen Kunst, Wissenschaft und dem Unerklärlichen schlägt. Seine Forschungen und Werke haben nicht nur die Grenzen unseres Verständnisses erweitert, sondern auch das Interesse an den rätselhaften Geheimnissen unserer Welt geweckt. Ich freue mich, dass er heute bei mir zu Gast ist und wir sprechen in dieser Folge über sein aktuelles Buch Kleopatras Wunderlampe und das Hightech-Wissen der Pharaonen. Außerdem wird er uns von seinen letzten Reisen berichten und wir tauchen in ein paar weitere seiner Bücher ein. Herzlich willkommen, liebe Freunde der unfassbaren Podcast-Unterhaltung. Heute bei uns zu Gast, Abenteurer, Buchautor und was weiß ich nicht noch alles, Reinhard Habeck. Und unterstützt werden wir heute von Gunnar Hippmeier vom Targo Experience Projekt. Lasst auch da mal ein bisschen Liebe da, ein Abo bei YouTube und besucht Gunnar bei Facebook, um informiert zu sein, zum Beispiel über den kommenden Kongress. Da werden wir bald noch extra was dazu machen. Okay. Wie ihr schon im Intro hören konntet, haben wir heute Reinhard Habeck zu Gast, wie eben schon erwähnt. Reinhard, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Hallo zusammen, danke für das Interesse, danke für die Einladung. Für mich ist es ja Premiere, also ich habe noch nicht so viel Interviews in dieser Form hinter mir, aber ich bin gespannt, auch auf die Fragen natürlich. Natürlich, Weltpremiere heute, du bist das erste Mal Das ist richtig. Ich bin also eher ein technisches Antitalent, das heißt, ich befasse mich mit Hightech der Vorzeit. Mit der Modernen habe ich nur gewisse Berührungsängste. Aber vielleicht ändert sich das auch mit diesem Interview heute. Richtig. Okay, wir haben es ja schon eine ganze Weile probiert, aber so ist es nun mal, wenn man forscht und Bücher schreibt. Wie gesagt, du hast eben wenig Zeit für solche Dinge, deswegen bin ich umso mehr froh, dass es heute geklappt hat. Jetzt sitzen wir hier und da wir nicht wissen, wann es das nächste Mal klappt, wirst du heute ausgenommen, wie der Weihnachtsgans, Reinhard. Ich habe das befürchtet und freue mich drauf. Wir wollen alles wissen. Fangen wir vielleicht damit an, da du ja letztes Jahr keine Zeit für mich hattest, was gar nicht schlimm ist. Du bist viel gereist und hast viel geforscht und dich umgeguckt und umgehört. Erzähl uns doch mal, wo du letztes Jahr überall warst und
was dabei rausgekommen ist. Ja, das stimmt schon. Also ich war viel unterwegs. Zum einen also alleine, meistens also, das heißt eigentlich immer mit meiner Partnerin, mit der Elvira aus Basel. Und dann mache ich natürlich sehr viele Reisen auch, also die von einem Reisebüro Kopp und Spanger organisiert werden, zu wundersamen Plätzen, die ich in meinen Büchern beschreibe. Und da besteht natürlich Möglichkeit, also mich sehr gerne auch zu begleiten. Und das ist tatsächlich jedes Mal, also ein Abenteuer ist also fantastisch organisiert und führt eben auch zu Orten abseits oft auch der Touristenpfade. Und da sind einige Reisen, also die ich letztes Jahr gemacht habe, aber dieses Jahr wiederholen werde. Das ist zum Beispiel eher ein weißer Flecken, was also Mysterien anbelangt, also Bulgarien. Ja. Da war ich also letzten Mai und das werden wir also dieses Jahr wiederholen. Und da geht es unter anderem also zu Orakelstätten von den Thrakern oder ihren Vorfahren. Und eine besondere, herausragende, noch zum Teil unerforschte Stätte ist ein Felsplateau, das nennt sich Belintasch, ist im Süden von Bulgarien. Und da gibt es auf diesem Plateau hunderte Schalensteine, Rillen, Ritzungen, die zwar die meisten davon sagen die, also Archäologen sind natürlichen Ursprungs, aber es gibt eindeutig auch also welche, die also künstlich extra angefertigt worden sind. Es gibt auch Forscher, die das sogar als eine Art astronomischen Kalender oder Sternenkarte interpretieren. Und dort hat man zum Beispiel auch, was es auch an anderen Orten gibt, also so magnetische Anomalien, also Kompasse spielen dort verrückt. Und das ist einer dieser Wunderorte, die also zum Beispiel jetzt also im Mai wieder in Bulgarien am Programm stehen. Danach, so wie letztes Jahr auch, ist wieder eine Tour durch die Steiermark geplant. Das Erdstallphänomen ist ja ein archäologisches Rätsel, das uns nach wie vor beschäftigt, wo es verschiedenste auch neue Erkenntnisse gibt und neue Entdeckungen. Und vor allem also in der Steiermark sich das Thema ja konzentriert, also nebst auch Menhiren und anderen unterirdischen Anlagen, die wir dort besichtigen, wo wir auch eine Unterstützung haben von dem, das ist ja der bekannteste Entdecker dieser unterirdischen Anlagen, von Professor Heinrich Kusch, der uns da also mit einem Vortrag auch unterstützt. Und dann danach geht es im September wird das sein nach Sardinien. Auch da war ich letztes Jahr. Und das ist ja eine Fülle an Merkwürdigkeiten, die man dort also vorfinden kann, von diesen berühmten megalithischen Gigantengräbern angefangen, über sogenannte Feenhäuser, also Gräber, die auch mit Rätseln verbunden sind. Und ja, man kennt die Nuragen, also bis zu 7000 soll es davon gegeben haben, die nach wie vor auch ein archäologisches Rätsel sind. Und natürlich die berühmte Pyramide von Monte Accodi, die also nach dem gleichen Bauprinzip wie also die Stufenpyramiden in Altbabylonien errichtet worden ist. Und das alles also kann man also gerne auch mit mir erkunden. Und dann geht es das ist dann schon der Oktober, da habe ich dann eine größere Reise also vor. Da bin ich dann das fünfte Mal in Anatolien, Osttürkei. Und da führt also eine Tour auch zu den Uranfängen unserer Kultur nach Göbekli Tepe, dieser über 12.000 Jahre alten Stätte. Man mutmaßt, es könnte ein Art Tempel gewesen sein. Aber es ist ja nur eine von vielen ähnlichen also Bauten, die bis hin also zurückführt also in die Altsteinzeit und Jahrtausende, wenn die Datierungen stimmen, 7000 Jahre vor also den Pyramiden, vor der Cheops-Pyramide entstanden sein. Und wo man sich fragt, also wie haben eigentlich diese Völker damals diese Kenntnisse besessen, bis zu 7 Meter hohe Pfeiler zu errichten, die ja also auch mit Hochreliefs dekoriert sind,
die also Gravuren zeigen, die man eigentlich als Schriftzeichen auch interpretieren kann. Das sind natürlich berühmte Kollegen wie der Endo Collins und Graham Hancock, also aktiv. Auf jeden Fall gibt es da sicherlich noch einige Überraschungen, weil man hat ja erst etwa 3% davon ausgegraben und man vermutet also viele weitere dieser Anlagen, und die stellen tatsächlich also die Archäologie und das, was wir eigentlich aus der Geschichte her bislang gelernt haben, so ziemlich alles auf den Kopf. Und zum Abschluss dann, für dieses Jahr mache ich wieder eine große Ägyptenreise, die also von Alexandria, dort von unterirdischen Anlagen angefangen, bis hinunter nach Luxor führt, natürlich auch vorbei bei vielen also Mystery-Städten, die ich in meinen Büchern auch behandle, von Abydos angefangen über Dendera und dem Tal der Könige und vieles mehr. Und daneben mache ich aber natürlich auch noch für eigene Buchrecherchen oder dann im Anschluss zu diesen Reisen, die ich also mit der Reisegesellschaft also umsetze, ist es dann auch oft so, dass ich vor Ort dann noch länger bleibe und noch eigene Spuren dann diesen dann nachgehe. Und es ist ja tatsächlich so, dass man also oft ja erst dann wirklich vor Ort, wenn man dem hautnah nachspürt, dann auf Dinge draufkommt, die man ja so zunächst vielleicht als Information hat, aber wo sich dann also neue, interessante, brisante Erkenntnisse ergeben, die man vorher gar nicht mit berücksichtigt hat. Also, du bist ja vollgepackt mit Arbeit. Das ist ja ein Wahnsinn, dass du da überhaupt Zeit gefunden hast. Das ist ja Ja, verrückt. na, es ist tatsächlich so, dass die Zeit immer gegen mich ist. Ja. Also ich habe ein sehr ausgefülltes Leben, bin auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Ja, also ich kann mich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich kann mich nicht erinnern, wann wir in meinem Leben einmal Fahrt war. Ja, also das kenne ich eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich immer die Zeit zu knapp. Aber du hast eine wunderschöne Arbeit, muss man auch dazu sagen. Und da bist du ja zu beneiden, dass du diese ganzen klasse Dinge erleben darfst. Und ich habe mir jetzt, während du erzählt hast, dir ganz viele Notizen gemacht. Ich habe ja schon eine ganze Seite voll geschrieben, in den ersten 10 Minuten, in denen du hier erzählt hast. Und da möchte ich kurz auf was eingehen. Auch wenn ich heute einen anderen Plan hatte, aber das ist ja egal. Du hast von dem Felsplateau im Süden von Bulgarien gesprochen und du hast von magnetischen Anomalien gesprochen. Diese magnetischen Anomalien kommen die auf diesem Felsplateau oder bei diesem Felsplateau vor, habe ich das richtig verstanden, ja? Richtig, ja. Es gibt also dort eben diese, ich nennen wir es mal Schalensteine und rillenartige Vertiefungen, übrigens auch ähnlich wie auf Malta, also diese parallelen Gleise, die findet man dort auch, allerdings in großer Anhöhe. Und die sind offensichtlich auch nach astronomischen also Gesichtspunkten ausgerichtet. Es gibt also da Archäoastronomen, die das auch untersucht haben, die natürlich da viel versierter sind als ich. Aber es ist nach wie vor ein nicht zur Gänze erforschtes Rätsel. Man weiß streng genommen ja nicht einmal, aus welcher Zeit das stammt. Man vermutet also, dass das 6.000, 7.000 Jahre alt ist. Ja? Dann wäre es eigentlich vor den Thrakern oder wären das also eigentlich die Vorgänger davon, von der Kultur, die am meisten also Hinterlassenschaften also in Bulgarien dort ja, vorzufinden sind. Und das führt aber eben also zu Geheimnissen, die man, oder zu Megalithrätseln, die man natürlich auch von anderen Ländern her kennt, auch die magnetischen Anomalien. Aber es ist ein Thema, das noch nicht zur Gänze eben erforscht ist. Aber man findet das, wenn man dort mit dem Kompass also hinhält, eben also diese Abweichungen. Bei mir klingelt es im Kopf, wenn ich von diesen magnetischen Anomalien höre, immer, und weil ich mich auch in letzter Zeit viel mit dem Thema Untersberg wieder Ja, beschäftigt dort habe. natürlich auch, ja. Ja. Kommt es immer wieder vor, ja. Und Untersberg, also ist ein Thema, das hat mich natürlich auch beschäftigt, schon zu einem Zeitpunkt, wo das noch also kein großes keine große Medienpräsenz hatte, in Büchern wie Geheimnisvolles Österreich und Wundersame Plätze in Österreich, in den 90er und Nuller Jahren bin ich dieser Sache auch nachgegangen. Und heute ist natürlich der Untersberg also ein Hotspot auch für also Mystery-Forscher und Freunde des Unerklärlichen und ist nach wie vor ein Thema, also das viele Menschen fasziniert, ja. Jetzt, was ist deine Einschätzung dieser Ganz,
Entschuldige bitte, Gunnar. Ist deine Einschätzung, dass diese magnetischen Anomalien vielleicht mit diesen Schalensteinen in Verbindung stehen könnten, oder ist es der Ort dann an sich selbst? Also es ist natürlich so, dass es auch also natürliche Anomalien gibt. Ja, es kann, also in den meisten Fällen ist es ja auch so. Aber es kann eben durchaus sein, dass das diesen alten Völkern also bekannt war und für bestimmte Zwecke halt genutzt worden ist. Ja. Es ist jedenfalls auffällig, dass dort halt sich also diese Schalensteine konzentrieren. Also das muss ja eine besondere Bedeutung gehabt haben und diese eben bis heute also nicht wirklich geklärt. Gunnar, bitte. Entschuldigung. Nur ganz kurz zu dem Felsplateau. Von welchem Gestein sprechen wir hier? Ist das wieder Granit? Ja, Oder das, ist es. ja, da müsste man jetzt also einen Geologen sicherheitshalber noch einmal nachfragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Granit ist. Es kann also auch ein anderes Gestein sein. Da bin ich mir jetzt leider nicht hundertprozentig sicher. Aber natürlich, da hast du schon recht, das spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Ja. Nur zum besseren Verständnis für mich jetzt, diese Schalensteine sind natürlich entstanden oder nicht? Es ist so, dass es dort also Hunderte gibt und es gibt, wie man das auch zum Beispiel bei uns, also in Österreich im Waldviertel ja, also ja kennt, viele natürliche Schalensteine, also muldenartige Vertiefungen, aber darüber hinaus eben auch künstlich geschaffene. Und dort gibt es auch welche, die zum Beispiel so angelegt sind und damit ist es schon auch von der Struktur auch belegt, dass das in gleichmäßigen Abständen, also im Stein verewigt worden ist. Ja. Und daneben eben auch also andere Strukturen wie zum Beispiel viereckige Vertiefungen. Ja. Und das kann also sicherlich nicht also natürlich entstanden sein. Das ist sehr interessant. Was für einen Eindruck hat man oder was für ein Gefühl hat man, wenn man an so einem Ort steht und das alles sieht und so die Atmosphäre, wie fühlt man sich Ja, denn? es ist natürlich so, also wenn es ein Ort ist, ein wundersamer Platz, den man also von der Literatur her kennt, ja. Viele kennen selbstverständlich, also haben darüber viel gelesen, die Pyramiden von Gizeh, ja, insbesondere natürlich die Cheops-Pyramide, ja. Kennt jeder von uns, logischerweise, ja. Aber wenn man dann also davor steht, erst dann also kommt man wirklich ins Staunen. Und wenn man, ich hatte also die Gelegenheit, dass ich viermal sogar also mit einer Sondergenehmigung in der Cheops-Pyramide übernachten konnte, wenn man dann drinnen ist und diese ganze Architektur und Bauweise dann also wahrnimmt und sich genau anschauen kann, dann sagt man sich, also das kann alles so, wie es uns also die Lehrmeinung erzählt, in dem Fall also die Ägyptologie, kann das nicht stimmen. Es ist ja so, dass bleiben wir ganz kurz noch, also bei der Cheops-Pyramide, es ja normalerweise so ist, dass alle Dinge eine Evolution haben. Ja? Also das heißt, man lernt aus der Vergangenheit und dann wird es immer besser. Bei der Cheops-Pyramide ist es genau umgekehrt. Also das ist eigentlich die perfekteste, also Pyramide und alles, was danach gekommen ist, ist im Vergleich dazu also viel schlechter. Und es gibt natürlich damit verbunden also viele Fragen, wie überhaupt also auch das Alter der Pyramide. Also da sind ja viele also Forscher der Meinung, ich neige auch dazu, dass also diese Pyramide also wesentlich älter ist als gemeinhin angenommen, die ja im Prinzip aber ein völlig anonymes Gebäude ist. Wenn ich der große Pharao bin, also dann schreibe ich da hinein, also ich bin der Größte oder was. Und es gibt also sehr, sehr wenig Anhaltspunkte, die wirklich definitiv belegen, also dass die Cheops-Pyramide das Grabmal von Cheops gewesen sein soll. Noch vielleicht als Beifügung, in keiner der also Pyramiden des Alten Reiches hat man irgendeine Mumie gefunden. Und ich wollte damit jetzt das nur als Beispiel also geben, dass man Dinge, die man liest und die man hört, fantastisch klingen, aber wenn man dann selber das vor Ort sieht, das eigentlich das Aha-Erlebnis dann natürlich verstärkt. Und ich habe halt das Glück, dass, ja, sehr oft sind es eigentlich also Leser, von denen man also auch etwas Interessantes erfährt, die mir also Erstaunliches berichten. Und wenn das ja, interessant genug ist auch oder was, geht man der Sache, wenn die Zeit reif dafür ist, also auch nach. Und oft ergeben sich dann eben vor Ort dann also auch neue Möglichkeiten und Erkenntnisse. Aber tatsächlich kommen sehr viele Spuren, also die ich dann in meine Bücher einfließen lasse, also inzwischen also von den Lesern. Oder aber es sind natürlich auch, ja, es sind irgendwelche
Pressemeldungen, also die man sich notiert, so wie du vielleicht ja auch, also für deine Podcasts, also interessante Themen aufgreifst und die dann einmal halt also einen Videobeitrag oder eben ein Podcast wert sind. Und so ist es halt bei mir auch. Man geht also dann diesen Dingen nach. Oft bleiben die Dinge auch liegen. So war es zum Beispiel also bei den Erdstall beziehungsweise auch bei den unterirdischen Anlagen in der Steiermark. Also nicht nur jetzt diese Erdstallphänomene, wo man oft nur, ja, ich bin durch etliche gekrochen, wie ein Wurm sich manchmal auch nur fortbewegen kann. Aber es gibt auch andere Anlagen wie in Kirchberg an der Raab. Da kann man aufrecht gehen, aber die Bedeutung also der Gänge ist nach wie vor nicht geklärt. Und im Übrigen gibt es dort auch eine Anomalie einer Temperaturschwankung. Es gibt also einen Bereich, in einen kleinen Bereich, nur ein paar Meter, wo die Temperatur plötzlich um einige Grade also kühler wird. Man könnte meinen, dass es da irgendwo vielleicht also eine noch verborgene Öffnung gibt oder was. Aber auch das ist zum Beispiel also noch ein Gegenstand von Untersuchungen. Und bei dieser Geschichte mit den unterirdischen Gängen, also in der Steiermark, und wie gesagt, im Sommer dann, also werde ich wieder eine Tour dorthin machen mit Interessierten. Da ist es so, dass mich bei einem Vortrag ein Zuhörer angesprochen hat dann nachher und hat gesagt, ja, er hätte da was Interessantes, war vor vielen Jahren schon, ja, einen unterirdischen Gang, der bisher noch nicht erforscht worden ist und ob ich mir das nicht anschauen möchte. Und wie so oft ist, man hat es bekommen, man hat es dann abgelegt im Archiv und dann kommen also im Laufe der Zeit also neue Informationen und dann wird der Berg immer größer und was und dann ist es irgendwann mal dann ganz unten gelegen. Und dann hat sich aber die Frage eröffnet im Zusammenhang mit einem neuen Buchprojekt, in dem Fall also beim Kopp Verlag mit unterirdische Anlagen, die es nicht geben dürfte. Und da habe ich mich erinnert an diese unterirdischen Gänge in der Steiermark und so wurde das dann eben ein Thema auch für das Buch. Also manchmal dauert es etwas länger. Also ich hätte zum Beispiel noch, würde es natürlich viel zu weit führen, aber ich hätte also so viele Ideen. Ich habe das Glück, dass ich Überschussideen habe, wo ich weiß, also das reicht also im Leben nicht mehr aus. Aber ein paar dieser Projekte, die mich also begleiten, würde ich gerne noch realisieren, wenn sich ein Verlag findet, wenn sich die Leser finden. Und ja, wenn ich das also so wunschgemäß umsetzen kann. Aber ich weiß, dass das alles also nicht mehr ausreicht. Aber bis ich in die Grube steige, hoffe ich also, dass das eine oder andere noch möglich sein wird. Du bist erst 29, du hast noch alle Zeit der Welt. Komisch, ich Ja, bin das ist ja 92. eigentlich ein Punkt, Gunnar? ein Punkt, der uns alle immer wieder streift. Wir, vor allem jetzt, in den letzten 2, 3 Jahren, muss man wirklich sagen, es ist so viel los. Es kommen so viele neue Dinge. Wir können uns nicht um alles kümmern und es reicht nicht einmal bei mir, meine normale Lebenszeit jetzt aus, alleine, wenn ich nur über das Mühlviertel nachdenke. Mühlviertel, Bayern, eben. Ob das dann die Erdsteuergeschichten sind oder das, was sonst in den Wäldern draußen passiert. Es ist unglaublich. Und wenn man das dann weltweit betrachtet, dann ja, wir haben auf Jahrhunderte hätten wir noch genug Arbeit, diese Dinge auszuforschen. Es ist gut für uns, Absolut. wenn es immer wieder wen gibt, der diese Arbeit dann weiterführt. Und ja, aber Ja, ich finde und es auch super spannend. wir dürfen auch nicht vergessen, also dass vieles nach wie vor im Verborgenen liegt. Also ich weiß nicht, sagen wir, die berühmteste Ausgrabungsstätte in Ägypten, also Saqqara, ja, da sind also maximal 20% ausgegraben. Ja. Also man sagt, es fehlt halt oft das Geld oder was. Ich habe aber auch den Eindruck, dass oft das Interesse auch fehlt dafür. Ja. Aber das Wenige, das immer wieder also dann so zum Vorschein kommt und gerade im Zusammenhang auch natürlich mit unterirdischen Anlagen oder auch Gräbern, ist sehr oft auch etwas, also das nicht ins Geschichtsbild hineinpasst. Ja. Und da wird es also dann halt interessant und brisant. Ich habe ja auch vor vielen Jahren, schon 20 Jahre her oder mehr, ja, mit dem Klaus Dohner, ist ja auch bekannter Forscher, habe ich eine Ausstellung gemacht, die Ansuff-Mystery-Ausstellung im Labyrinth des Unerklärlichen
in Wien damals und da haben wir 3 Jahre also die Vorbereitung gehabt dazu und haben also rätselhafte Artefakte aus aller Welt zusammengetragen. Und im Original, das wurde ja nicht für möglich gehalten, und haben das dann also in Wien also das erste Mal präsentiert, war dann paar Jahre später in Interlaken, damals noch im Mystery Park von Däniken auch zu sehen und später kurz in Deutschland. Aber seit damals, und das liegt jetzt schon also Jahrzehnte zurück, also bemüht man sich um eine neue Ausstellung dieser Art. Aber wie so oft, es fehlt halt an geeigneter Lokalität einerseits, aber natürlich vor allem also auch an Investoren. Aber das Interesse und auch die Möglichkeiten wären schon da, aber es muss halt die Zeit auch dafür dann reif sein. Also manchmal müssen wir Geduld haben, ja? Aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Und bei mir ist es halt ein Schwerpunkt geworden, dass ich halt also mich besonders interessiere also für archäologische Artefakte, für Dinge, die es eigentlich nicht geben dürfte, die aber existieren, die man sich auch anschauen kann, die man anfassen, die man untersuchen kann, wo es natürlich unterschiedliche Interpretationen auch gibt, das mag schon sein, aber sie sind da, das kann man also nicht wegignorieren. Und da habe ich den Eindruck, dass das Weltbild, das oft vorgefertigte, da und dort also zum Wackeln anfängt, weil es einfach mittlerweile so viele Artefakte sind, die man also sich immer schwer tut, unter den Teppich zu kehren. Ne? Absolut. Ich kann dich immer noch nicht vom Haken lassen zu den bezüglich der Dinge, die du eingangs gesagt hast. Ich bin immer noch nicht beim eigentlichen Thema, aber das Okay, ist egal. ja. Du hast über megalithische Gigantengräber auf Sardinien gesprochen. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Das klingt sehr spannend. Ja, also es gibt auf Sardinien, ja, ursprünglich waren es wahrscheinlich wesentlich mehr, aber inzwischen noch etwa, ja, vielleicht ein paar hundert können es sein, sogenannte Gigantengräber. Es sind Gräber, die also in der Grundstruktur einen langen Gang zeigen und an der Spitze eine Art Sichelform. Und sie erinnern, könnte man sagen, also an ein Symbol eines Stieres. Das Interessante ist, dass bei diesen Gräbern tatsächlich die Ausrichtung zum Sternbild des Stiers auch gegeben ist. Hat also wiederum eine archäoastronomische Bedeutung. Warum Gigantengräber? Man hat also, wie man die also begonnen hat freizulegen und man hat so gut wie keine also Skelette gefunden, hat man die einzige Erklärung gehabt aufgrund der Größe, dass das nur also Gräber von Riesen gewesen sein könnten. Inzwischen sagt man, okay, also das ist offensichtlich ein Aberglaube. Aber die Gräber als solche, die existieren nun mal und man hat also diese kastenförmigen Strukturen, so vermutet man, also für mehrere Verstorbene angelegt. Auf der anderen Seite bleibt aber das Riesenthema trotzdem im Gespräch. Das wird aber offiziell also nicht so diskutiert, aber ich habe auch also bei meinen Reisen auch auf Sardinien kommt man ja mit Leuten ins Gespräch, auch mit Bauern. Und die versichern, sie hätten also Knochen gefunden, also bei der Bearbeitung von den Äckern, auch im Zusammenhang also mit diesen Riesengräbern. Und das wären also Riesenknochen gewesen, jedenfalls also von offensichtlich Menschen, also von einer Übergröße. Ja. Ich habe ja auch gehört, also ich selber konnte das eben leider nicht bislang überprüfen, dass es auch Funde gegeben hat, die auch offiziell bestätigt wurden, die aber dann also unter Verschluss gehalten werden. Natürlich schwingen da vielleicht auch Verschwörungstheorien oder was immer auch hinein, aber es hält sich halt hartnäckig und das gilt ja nicht nur also für die Gigantengräber auf Sardinien, dass es eben Riesen gegeben hat. Wir kennen das aus der ganzen also Mythologie her bis hin zum Alten Testament ist also von den Riesen die Rede. Also auch da wäre es wert, der Sache noch einmal also genauer nachzugehen und die Gigantengräber, auch wenn es jetzt keine, sagen wir, greifbaren Spuren gibt, sind zumindest Indizien auch in diese Richtung. Das ist absolut spannend. Ich hatte lange Zeit große Probleme mit dem Thema Riesen. Es gibt ja viele Mythen und Legenden über Riesen, auch beim Untersberg zum Beispiel und Ja. weiß ich nicht wo.
Ich habe noch ein englischsprachiges Podcast-Projekt und da habe ich einen Kollegen, der kommt aus Wisconsin und in Wisconsin gibt es auch Grabhügel, interessante Grabhügel und auch Figuren, die uns an die Nazca-Linien in Peru erinnern, die man von oben sieht, also eine große humanoide Figur, die man da sieht mit komischen Hörnern auf dem Kopf, wo man sich auch fragt, wie haben die Leute das damals hergestellt? Das ist interessant, dass es eben in Wisconsin ist und diese Grabhügel, über dem diese Figur liegt, in dem soll man auch, da gibt es alte Zeitungsberichte zu lesen online, die kann man finden, lass mich, ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube aus den 30er Jahren, 20 Jahren, bin ich sicher. Wenn ich es finde, füge ich sie ein. Da hat man auch Knochen von extrem großen Menschen eben gefunden. Das ist auch interessant in Verbindung mit dem Grabhügel, genau wie du es jetzt erzählt, mit den Grabhügeln eben diese Geschichte mit den Riesen. Das findet man oft Na ja, verschiedene Kulturen spannend. also ich meine, dass es tatsächlich auch also Menschen mit Riesenwuchs, ich weiß nicht, also derzeit größte Mensch, also ich glaube so 2,60 Meter haben oder so, also das sind natürlich also krankheitsbedingte halt also Auswüchse, also die hat es immer gegeben auch, aber die Frage ist eben, ob es also Riesen gegeben haben kann, also die vielleicht also 3, 4 oder mehr Meter also groß gewesen sind. Das ist halt also eine Streitfrage. Auf der anderen Seite weiß man aber, dass es ja den Gigantopithecus gegeben hat, wenngleich auch vor, ich weiß nicht, waren es 100.000 Jahren oder wann, ja, aber immerhin, es war also ein Primat, ein aufrechtgehendes Wesen, über 3 Meter groß. Und mein Gott, da sind wir natürlich beim Yeti und Schneemensch und ähnlichem mehr, ja. Ob solche also zum Teil vielleicht sogar überlebt haben könnten, wird ja auch also diskutiert, Bigfoot und Co. Aber zumindest die Frage, ob es also früher also Riesen gegeben haben könnte, da gibt es also durchaus einige interessante also Spuren, denen man nachgehen sollte. Und es gibt natürlich auch Versteinerungen, ja, also die auch von riesenhaften Wesen offensichtlich entstanden sind. Ja. Aber es ist ähnlich wie mit den Gegenpol dazu zu den Zwergen. Da gibt es natürlich also genauso auch jede Menge. Das haben wir wieder also bei den Schratzeln und bei den Erdstallphänomenen. Beides findet in der Mythologie also ihren Niederschlag. Und es stellt sich halt die Frage, also sind das nur Märchen, ja? Oder gibt es also einen wahren Kern, der aber im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende einfach verloren gegangen ist, ja? Das ist sicher ein springender Punkt, also der es wert wäre, auch einmal untersucht zu werden. Definitiv. Alles mit jede Legende, jedes Märchen hat doch irgendwo den Ursprung, ne? Das ist eben ganz interessant, ja. Gunnar hat einen Ganz kurz Einwand oder? Nur Zwischenfrage, weil du vorher von der Ausstellung geredet hast vom Klaus. Da war ja doch Fersenknochen dabei, Ja, den der Klaus da richtig. auch ausgestellt hat, wo dann bestätigt wurde, der ist humanoid, nur eben die Ärzte oder die Doktoren, die das selbst kontrolliert haben, die gesagt haben, das einzige Problem ist, der ist dreimal so groß als ein normaler menschlicher Fersenknochen. Also der Klaus ist ja wirklich da einer der Vorreiter, was auch die Dokumentation der Riesenforschung betrifft. Also aus meiner Sicht ist nicht mehr wegzudenken und auch was man natürlich in den Geschichten hat, aber das wäre eben auch so ein Punkt, wo man wirklich sagt, okay, es gibt wirklich tatsächlich humanoide Knochen, die extreme Ähnlichkeit haben mit menschlichen Knochen, nur einfach wirklich um ein Vielfaches größer sind. Ja, das ist richtig. Also diese Knochen, die waren in Wien auch also ausgestellt. Ihm ist es damals gelungen, über den verstorbenen Pater Vaca in Ecuador aus seinem Nachlass also diese Knochen, die von einem Riesen stammen sollen, auch nach oder Teile davon also nach Wien zu bekommen, und die sind also im Anatomischen Institut auch untersucht worden. Aber meines Wissens, das wäre natürlich also besonders interessant, gab es leider, die Hintergründe weiß ich jetzt nicht, also keine DNA-Untersuchung. Ja. Die wären natürlich also sehr spannend auch. Aber die Knochen als solche, das stimmt, also existieren und sind sicherlich nicht also die einzigen. Ja. Wobei im Zusammenhang mit dem Riesen stellt sich natürlich auch bei so manchen gigantischen also Bauwerken auch die Frage, ja, wie haben die das damals überhaupt gemacht? Also da kann man sich mitunter auch nur vorstellen, also das müssen ja, also wenn man da am Baalbek denkt zum Beispiel an diese gigantischen also Steinblöcke, ja. Wie haben die das damals gemacht? Ja?
Also es werden wahrscheinlich keine Riesen gewesen sein, aber das Transportproblem bleibt trotzdem bestehen. Ja? Also wie haben die bis zu 1000 Tonnen also bewegt überhaupt? Ja? Oder wie in Ägypten, also die Memnon-Kolosse und andere also gigantische also Skulpturen, also wie sind die also bewegt transportiert worden? Ja? Also unglaublich, ja? Weil da hätte man selbst heute also mit modernen also Geräten also Probleme. Ja? Das stimmt. Ich habe hinter mir, ich sage es immer wieder, ich habe hinter mir so ein altes Schulbuch noch stehen, so ein Geschichtsbuch. Da werden diese Steine der großen Pyramide noch mit Seilen über Baumstämme gezogen und irgendwelche Rampen, die umlaufend um diese Pyramide gebaut wurden, Holzrampen hochtransportiert von den armen Sklaven, werden die hochgezogen. Und ich damals, als ich noch in der Schule war, natürlich habe ich mir gedacht, ja, das klingt plausibel, ne? Aber damals als Kind hatte ich natürlich keine Vorstellung, wie viel 3 Tonnen sind oder wie viel 5 Tonnen sind oder Ja, eine ja, Tonne überhaupt. ja, Das hatte ich gar keine Vorstellung davon. Ich habe gedacht, nö, das wird schon ja, seine Richtigkeit haben. Das Umdenken hat ja erst später stattgefunden, wo ich mir gedacht habe, never ever haben die das Ding so ja. gebaut. Niemals. Ja, es ist zum Beispiel so, also ich habe ja das Glück, dass ich zum Beispiel in Ägypten ja auch also mit Archäologen, mit Ägyptologen auch also viel zu tun habe, die überhaupt nicht also meine Thesen da teilen, ja, aber trotzdem also weltoffen sind und auch offen sind, was das betrifft, weil sie selber also auch zugeben müssen, sie haben keine Erklärung dafür. Und das gilt insbesondere für also die Steinbearbeitung. Und wenn man etwa also die Memnon-Kolosse nimmt, also in Theben West, ja, die also ein so eine Skulptur aus einem Stück herausgearbeitet, Sitzstatuen, bis zu 1000 Tonnen, ja. Wobei diese interessanterweise nicht, wie man annehmen könnte, aus dem näher gelegenen Steinbruch von Aswan stammen, das wären immer noch also 250 Kilometer, sondern die sollen aufgrund einer Inschrift, also von einem Steinbruch stammen, also der östlich von den Pyramiden gelegen ist, also in der Nähe von Kairo. Was das Ganze aber nur noch mysteriöser macht, weil die Ägyptologen selber sagen, sie wissen nicht, wie sie das also praktisch erklären können. Und das Gleiche gilt genauso natürlich auch für Steinbearbeitungen, für die Kernbohrungen oder vielerorts auch, das ist ja auch ein weltweites Phänomen, von den Zyklopenmauern, also wo Steine direkt miteinander verwoben sind, so als wären sie also weich gewesen, ja. Und das findet man ja nicht nur, also ist ja berühmt, also in Peru und Cusco, sondern das ist ja ein weltweites Phänomen. Das gibt es also genauso auf der Osterinsel bei den Etruskern oder eben auch in Ägypten, etwa im Altempel am Gizeh-Plateau. Und das mit einer unglaublichen also Präzision, wo also kein Zwischenraum zu sehen ist, also zwischen keine Fuge, ja. Und auch da fragt man sich, also wie ist diese Perfektion also erreicht worden? Und da sagen die Ägyptologen selber, wir wissen es nicht. Das wird zwar nach außen nicht so jetzt transportiert, klar, weil also in dem Moment also wo sie dann halt in Erklärungsbedarf kommen, das ist halt, ja, das ist eher unangenehm natürlich, ja, und daher vermeidet man das. Aber es ist also vielerorts so, und man kann das auch als Besucher, das, sagen wir jetzt Beispiel Gizeh-Plateau, kann man das also auch vor Ort dort sich auch anschauen. Also bei meiner Reise, haben wir natürlich ein besonderes Augenmerk auch darauf, weil normalerweise als Besucher, als Tourist gehst du da ja vorbei. Aber es liegt direkt, also trampelst du eigentlich drüber. Und da gibt es also Sägespuren und ähnliches mehr von Hightech-Bearbeitung, wo also das mit herkömmlichen also Werkzeugen, denen man also die man also den alten Ägyptern zubilligt, also sagen wir im Alten Reich, nämlich höchstens also Kupferwerkzeuge. Du kannst aber dieses Hartgestein, also zum Beispiel Diorit, kannst du also mit den Kupferwerkzeugen so nicht bearbeiten, so wie das aber dort vorzufinden ist. Also entweder gab es schon früher eben Eisenwerkzeuge, das ist also nicht unwahrscheinlich, oder aber sie hatten also ganz andere Techniken zur Verfügung, also die wir heute also nicht mehr kennen. Absolut interessant.
Absolut interessant. Hm. Ja, weil du Gizeh-Plateau ansprichst, ich habe vor einer Weile einen Bericht gesehen auf YouTube, ein Video, ich weiß gar nicht mehr, das ist so ein Guide aus Ägypten, der hat so einen eigenen Kanal, denke ich. Und wir waren am Gizeh-Plateau in so einer Kammer, die sehr interessante akustische Anomalien aufwies. Ist denn das für dich auch interessant, in die Richtung zu forschen, akustische Anomalien? Ja, sicher gibt es also da Forscher, die einfach da versierter sind. Ja. Aber diese Phänomene an sich, also die habe ich ja zum Teil auch selbst also miterlebt. In der Königskammer selber, also in der Cheops-Pyramide. Es ist so, dass bei den Reisen, also die ich mitgestalte, es so ist, dass wir die Cheops-Pyramide zumindest, also mindestens 2 Stunden auch für uns außerhalb also der normalen Zeiten für uns alleine haben. Und wenn du da mit 16, höchstens 20 Leute also in der Cheops-Pyramide bist und kannst dir in aller Ruhe die Königskammer, die Königinnenkammer, die große Galerie, aber vor allem auch die Felsenkammer in Ruhe anschauen, dann hast du natürlich von der Wahrnehmung also ganz andere Möglichkeiten, als wenn du da mit hunderten Leuten da also durch die Gänge gequetscht wirst und normalerweise gar keine Möglichkeit hast, also alle Kammern zu besichtigen. Die Königskammer ist meistens also für Besucher geöffnet, aber man kann sich da natürlich normalerweise nicht in den Sarkophag hineinlegen. Ist natürlich nicht gestattet, wir machen es natürlich trotzdem. Und da ist es so, dass wenn man sich da hineinlegt, und ich bin da schon mehrmals drinnen gelegen, und du klopfst mit einem Gegenstand, also gegen die Wand, dann kommt so ein Glockenklang. Gong, ja. Halt auch ein bisschen nach oder so. Das kann jeder also überprüfen. Ja. Oder wenn wir zusammen waren, das haben wir auch ausprobiert, aber nur in einer, ich sage es mal, bescheidenen Frequenz oder Lautstärke. Ja. Aber wir haben das machen können, nämlich dass da waren noch Leute dabei, die so diese Obertöne beherrschen. Und wenn man dann also in der Gruppe dann immer lauter wird mit diesen Schwingungen, Om und so weiter, ja, dann hat man wirklich das Gefühl, und ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so, von der Wahrnehmung scheint alles um dich also zu verschwimmen. Ja, also du hast das Gefühl, mit diesen Schwingungen, dass das zum Beben anfängt. Und wenn man es nicht genau wüsste, würde man meinen, also das ist wie bei einem Space Shuttle Start. Ja. Wir konnten das leider natürlich nicht verstärken, weil das natürlich nicht gestattet ist. Es gibt auch keine offiziellen also Untersuchungen, was Akustikphänomene anbelangt. Ja. Aber das wäre es unbedingt wert, weil also da noch also sicher verborgene Energien und Möglichkeiten schlummern, die halt also noch unerforscht sind. Wenn man in diesem Zusammenhang auch sich andere Phänomene oder auch Überlieferungen vor Augen führt, also das kennt ihr sicherlich auch vom Alten Testament, auch die Beschreibungen mit den Posaunen, also von Jericho, die Stadtmauer da zum Einsturz gebracht haben, ähnlich wie Schallkanonen, ja, so klingt es ja, wenn das so beschrieben wird, dann hat man den Eindruck, dass da vieles an Wissen über die Jahrtausende einfach verloren gegangen ist, das wir vielleicht heute nur da und dort in Ansätzen wiederentdeckt haben. Gibt es auch noch ein anderes Beispiel, ein kurioses, das sind also die Fanfaren, also des Pharao Tutanchamun, wie ich zuletzt also im November im alten ägyptischen Museum war, waren die leider also nicht mehr ausgestellt, offensichtlich schon verpackt, also für das neue ägyptische Museum. Aber Monate davor, also waren sie noch ausgestellt. Und auch denen sagt man nach, also dass sie so ja, Schall- oder Akustikphänomene erzeugen können. Es soll in den 50er Jahren bei so Probe, ja, wenn man die Probe geblasen hat, soll es also zu, ja, zu, wie heißt das, das Elektrizitätswerk in Kairo sei zusammengebrochen. Jetzt kann man das als reinen Zufall sehen, aber es soll dann in den 70er Jahren, so erzählt die Legende, ich selber konnte es jetzt nicht überprüfen, ja, soll das sich wiederholt haben, und seit damals hat man auf weitere Versuche verzichtet. Sicher ist sicher, wer weiß. Also auf jeden Fall, diese
diese Schallkanonen oder Waffen oder was, ja, und auch andere Hightech-Geschichten, die werden ja in den alten Überlieferungen beschrieben, aber sie werden halt nicht weiter ernst genommen, ja. Und ist auch ein spannendes Thema, zweifellos. Aber das ist für mich selber noch also, nur ein Randthema, aber ich habe das etwa in der Cheops-Pyramide auch selbst erfahren und muss ehrlich sagen, ich hätte das also in dieser Form also nicht für möglich gehalten. Man glaubt es auch nicht, man muss das also selbst erlebt haben, weil wenn man das so nur weitergibt, sagt man, ja, ähnlich wie vielleicht bei einer UFO-Beobachtung oder jemand hat eine Spukerscheinung, ja, klingt interessant oder was, aber wenn du das selbst auch erfährst, dann ist das ganz was anderes natürlich. Ja. Das kann ich mir gut Ja, vorstellen. Das kann ich mir das gut ist, da, vorstellen. da, da überschneidet sich das natürlich dann direkt mit meiner Forschung, mit dem, was ich mache. Und weil du gesagt hast, es gibt da keine offizielle Version der Frequenzforschung in der Cheops-Pyramide, in der Königskammer und sonst wo, das ist tatsächlich wahr. Sie vermeiden das wirklich. Ich habe ja mittlerweile zu einigen internationalen Forschern Kontakt und einer davon ist der Richard Gabriel aus England, der schon 30 Jahre Forschung macht, auch am Gizeh-Plateau, zum Teil einfach auch unter der Pyramide und, der immer wieder natürlich auch in die Königskammer hineingeht. Wir wissen zumindest, das weiß ich vom Richard, die Grundfrequenz da drinnen sind eben wieder die obligatorischen 432 Hertz. Und interessanterweise, weil wir mit Daniel natürlich über das gesprochen haben, auch in Bezug auf meine Forschung in der Resonanzkammer, der Richard hat da drinnen auch probiert, mit der eigenen Stimme zu tönen. Und da kann man diese Phänomene erzeugen. Da kann man wirklich den Sound extrem hochschaukeln. Er hat dann natürlich festgestellt, das sind eben 432 Hertz und hat zu Hause in England in einem wirklich guten Tonstudio diesen Gesang aufgenommen, den er verwendet hat, weil er das probieren wollte bei dem nächsten Ägyptenbesuch, eben mit einem technischen Gerät, mit Lautsprechern, dieses Ding zu beschallen. Das funktioniert nicht. Das hat nicht den gleichen Effekt. Also wir sind immer wieder natürlich darauf hingewiesen, dass das ganz viel mit uns Menschen zu tun hat und mit dem, was unsere eigene Tonquelle betrifft, weil die Töne nie hundertprozentig fixiert sind. Das hat zu tun mit Tagesenergien, mit ganz, ganz viel Dingen. Das ganz kleine Nuancen braucht einfach höher oder tiefer. Das heißt, du tunst das dann eigentlich per Gefühl. Du hörst ja den Ton, der wirklich resoniert drinnen. Und wenn man das misst, du bist manchmal halt bei 432,3 oder 431,9 oder so. Das variiert ein bisschen. Also das ist sehr interessant. Und ich glaube, dass das eben auch mit den sogenannten Fanfaren oder Posaunen ähnlich ist, weil da kann man auch ein bisschen variieren vom Ton her. Und zusätzlich gibt es ja, ich glaube, Reinhard, du hast die Geschichte vielleicht gehört, mir ist jetzt der Name entfallen von wer das war, der das auch in den Erdstellen probiert hat, mit so Instrumenten, die ähnlich sind wie unsere Alphörner, die auch so total interessante Kombinationen an Tönen eigentlich erzeugen. Der hat das in die Erdstelle ausprobiert. Also das wird auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Gott sei Dank habe ich eben auch den Kontakt zum Richard und da kommt nur einiges. Also der Richard weiß auch einiges, was nicht offiziell ist, was unterhalb dieser Pyramide passiert. Und da haben wir wieder manchmal zu tun mit Kammern, die ganz speziell auf spezielle Frequenzen getrimmt sind. Wir haben das gerade in dem Podcast von gestern gehabt, also den haben wir vor einigen Wochen aufgenommen, aber der Daniel erzählt von dem Grab in England. Was du erzählt hast, da gibt es diese immer zwei und zwei gegenüberliegenden Räume. Der eine ist auch 84 Hertz oder so, glaube ich, hast du gesagt, und der andere auf 110. Die haben ganz unterschiedliche Geometrie, aber schwingen trotzdem eins zu eins in der gleichen Frequenz. Also das kommt ganz, ganz sicher auch in der Forschung in Ägypten dazu, dass man das akustisch austesten. Ja, Reinhard, wenn du jetzt, du hast erzählt, was in der Königskammer hast, diese akustische Anomalie eben bemerkt oder auch festgestellt. Das lässt dann doch drüber nachdenken, über den eigentlichen Sinn und Zweck dieser kompletten Anlage, nicht? Das ist doch, ich finde das immer wieder spannend, darüber nachzudenken. Und ich meine, ihr habt diesen akustischen Effekt bemerkt, vermutlich andere vor euch und nach euch natürlich auch. Du sagst aber, es gibt keine offiziellen Forschungen dahingehend.
Da kratze ich mich am Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Das müssen doch schlauere Köpfe als wir auch schon bemerkt haben. Und dann fragt man sich doch, warum wird da nicht intensiver geforscht? Ja, also bemerkt bestimmt. Also das ist richtig, ja. Aber es ist das grundsätzliche Problem, also mit der ägyptischen Altertümerverwaltung. Das war ja auch so, das habt ihr sicher alles mitverfolgt, auch mit den Myonenmessungen, ja, mit den Pyramidenscans, die dann also zur Aufspürung von zumindest also zwei also Kammern geführt haben. Die eine ist ja auch mit einem Endoskop auch jetzt also ja fotografisch bestätigt, also beim Eingang. Im Grunde genommen wusste man davon schon also in den 80er Jahren. Aber es gab also noch keinen Fotobeweis. Der ist also seit letztem Jahr ja auch da. Und über der Galerie soll es einen größeren Raum, also 30, 40 Meter, geben. Also der ist damit auch mit den Myonenmessungen eigentlich auch bestätigt. Jetzt geht es halt darum, okay, wie findet man also einen Weg dorthin zu diesem Raum, ohne dass man halt die Pyramide zu sehr verletzt. Es ist halt so, dass selbst also diese Myonenmessungen, ja, die im Übrigen noch nicht abgeschlossen sind, also es gibt immer dann noch weitere also Untersuchungen, es aber so ist, dass die Forscher jedes halbe Jahr also eine neue Genehmigung ansuchen müssen, dass sie das überhaupt machen dürfen. Und jetzt hat also im Zusammenhang mit den Myonenmessungen, das hat Jahre gebraucht, bis sie überhaupt diese Genehmigung bekommen haben. Zumal also die Ägyptologen seinerzeit allen voran, der Neopharao, also Professor Hawass, das für einen absoluten Unsinn gehalten hat. Ja. Er hat zwar das dann mit auch genehmigt, damals war er ja noch in der Altertümerverwaltung auch zuständig dafür, später dann ganz kurz unter Mubarak ja auch sogar Minister. Und dann wurden die Untersuchungen gemacht und dann hat man tatsächlich also die Bestätigung gefunden. Dann gab es natürlich, ja, das kann nicht stimmen und so weiter. Und dann gab es X Kontrollmessungen und immer wieder dasselbe. Und heute sagt also dieser Professor Havers, ja, also es ist ohne weiteres möglich, dass man, was er vorher für denkunmöglich gehalten hat, dass man also die Mumie von Cheops also, und das Grab, ja, die Kammer, also noch finden könnte. Damit ist aber alles, wenn man dem folgt, was bisher die Ägyptologen also behauptet haben, auf den Kopf gestellt, weil sie ja bisher immer wieder gesagt haben, ja, also es gab drei Kammern, also die Felsenkammer unten, das wäre der erste Versuch gewesen für Cheops, sei dann also missglückt, die Königinnenkammer, die, wie wir wissen, überhaupt nichts also mit Königinnen zu tun hat, sei der zweite Versuch und dann letztlich sei also dann die dritte Kammer, also die heutige Königskammer, das eigentliche Grab also für König Cheops also geworden. Aber all das ist sowieso nur reine Spekulation, weil, wie gesagt, also man hat ja nichts dergleichen gefunden, außer dieser zweifelhaften also Graffiti in einer Entlastungskammer. Man hat nichts gefunden, das auf Cheops also tatsächlich hinweisen würde. Und warum man also nichts gefunden hat, wurde damit erklärt, also ja, die Mumie und die Schätze sind halt vorher schon also geplündert worden. Den Berichten allerdings zufolge, also von der Öffnung also der Königskammer, also im 7. was oder was 8. Jahrhundert, also durch den Kalifen Al-Ma'mun und seine, also wenn man so will, Grabräuber, die das dann also geöffnet haben, sei das Original verschlossen gewesen und man hätte halt also nichts gefunden. Passt alles also nicht zusammen. Es sind damit also sehr, sehr viele Fragezeichen nach wie vor offen und zur Frage also auch vom Gunnar. Also was war die Cheops-Pyramide letztlich auch? Ja? Also ich bin mir ziemlich sicher heute, ja, also dass sie alles gewesen ist, nur nicht das Grab also von einem König Cheops. Eine These, und ich finde, die hat auch was für sich. Vielleicht war es eine Art Einweihungsstätte oder sowas, ja. Es gibt auch fantastische Überlegungen, also die bis hin also zum Portal und Beamen also gehen oder was, ja. Also hier müssten halt noch, ich meine, das sind fantastische Überlegungen, aber ich meine, was hat man nicht alles für denkunmöglich gehalten, ja? Also noch vor wenigen Jahren, ja.
Also wir sind da immer noch erst am Anfang. Und die Behauptung, also der Ägyptologen vor gar nicht so langer Zeit, also ja, alles ist eigentlich schon geklärt, also mitnichte. Ja, wir fangen also jetzt gerade erst an. Und wer weiß, was man also in dieser großen Kammer, über der großen Galerie, was man dort findet. Wer weiß also, ob das überhaupt, also ich bezweifle es nämlich, ob das überhaupt etwas also mit den Pharaonen zu tun hat. Die Frage ist, wenn es so ist, ob wir das dann überhaupt erfahren werden. Kurz nochmal, gleich wieder Zwischenfrage, ich bin so frech, weil der Reinhard ist ja auch schon lang mit im Spiel. Du kennst höchstwahrscheinlich auch die Idee oder das Modell vom Erwin Waldhauser. Ja, Der natürlich. das, Ich habe ihn sogar noch das, gekannt. Ja. ja, das wollte ich als nächstes noch fragen, ob du den persönlich noch gekannt hast, weil ich finde die Idee extrem interessant, dass das eigentlich ein technisches Gerät ist Ja. und es gibt ja auch inoffiziell neue Scans von der Cheops-Pyramide, wo ich jetzt nicht weiß, ob du das schon gesehen hast. Ich glaube, im Daniel habe ich die sogar mal geschickt. Das ist aber eigentlich so ein schräges Video mit der Techno-Musik. Also, wenn man sich das genauer betrachtet, dann ist das 1:1 ein technisches Gerät. Da kann man, das kann ich für mich nicht von der Hand weisen. Und mit der Idee vom Waldhauser, so quasi in die Richtung Wasserpumpanlage, Ja, richtig. und also die Ideen finde ich wirklich fantastisch. Das, Ja, also in also die Richtung gehen wir, glaube ich. hat durchaus also was für sich. Erregend Zauber der Pharaonen war also sein Buch damals, ja. Und ich habe ihn in den 70er Jahren, ja, habe ich ihn also noch also kennengelernt auch, ja. Ja, der war also unglaublich also belesen und hat damit natürlich also neue Gedanken hineingebracht auch. Und ob jetzt tatsächlich im Sinne also eines Wasserkraftwerkes, darüber mag man vielleicht streiten, aber eine Art Kraftwerk, ja, das scheint mir also nicht unmöglich zu sein. Ja. Ganz spannend, die Geschichte, Meine, ja. es gibt auch vielleicht das noch als Fußnote. Es gibt ja auch also viele Artefakte, die man gefunden hat, die man eben also nicht erklären kann aus der Pharaonenzeit, auch aus älteren Perioden. Und unter anderem gibt es also im Ägyptischen Museum versteckt im, glaube ich, im Obergeschoss ist es der Raum 34, wenn ich nicht irre, in einer Vitrine. Nicht sonderlich also beschriftet. Es ist nur unter Alltags also Gegenständen ausgestellt. Ja, ungefähr 10 cm also groß. Und das sieht aus also wie eine Turbine. Und ein Gegenstand, der offiziell eine Vase sein soll. Das Problem ist allerdings, dass diese Vase zwei Löcher hat. Also das kann es nicht sein. Ja? Und solche also Funde, also die nicht ins Schema passen, gibt es jede Menge. Und ein Großteil davon, also da bin ich mal hundertprozentig sicher, lagern nach wie vor einfach im Depot in irgendwelchen Schachteln herum. Ja? Wir haben auch Ägyptologen also bestätigt, dass etwa Tausende also von Papyri, ja, in den Universitäten und in den Instituten lagern, die bis heute nicht übersetzt sind. Tausende, ja. Also da ist nach wie vor also vieles also noch zu entdecken. Und wie gesagt, also wir stehen da immer noch am Anfang. Ja. Ich find auch das nach wie vor interessant. Sobald jemand anfängt, über das Gizeh-Plateau zu sprechen, wir haben die ganze Zeit unseren Fokus eigentlich nur bei der großen Pyramide. Und da stehen aber nur mehr so Bauwerke herum und wir haben das auch wieder im letzten Podcast so gehabt, wo es über die Resonanzkammern gegangen ist oder Untergrundanlagen. Ich gehe auch bei den Pyramiden davon aus, dass die für mehr als einen Zweck gebaut wurden. Also wir werden da keine einzelne Antwort finden, sagen, okay, das war nur für das. Ich glaube, das ist so durchdacht. Die haben tatsächlich mehrere Funktionen gehabt und ja, wir werden sehen, was wir dann in der Zukunft noch rausfinden. Aber vor allem am Gizeh-Plateau halte ich das für wichtig, dass man irgendwann einmal sagt, okay, pass auf, was ist in der Kombination dieser drei Pyramiden? Wenn ich mir wirklich traue, dass ich sage, ich sehe das als technische Anlage. Da sind wir wirklich nur komplett lang nicht dort, würde ich sagen. Das wird nur ordentlich interessant. Absolut, wobei also die eine Erklärung ja nicht zwingend die andere ausschließt. Also gerade bei den drei Pyramiden, da hat ja der Robert Bouval vor allem also sich da
sehr engagiert und hat ja die Verbindung also hergestellt, also zum Oriongürtel. Tatsächlich ist es also ein unglaublicher Zufall, in Anführungszeichen, dass die genauso auch ausgerichtet sind und ja letztlich auch die vermeintlichen Luftschächte, die mit Sicherheit keine Luftschächte waren, zu Sternen ausgerichtet sind. Ja, und das ist alles integriert, also im Wissen, also der drei Hauptpyramide, wobei zum Beispiel ich meine, es ist ja auch interessant, dass eigentlich sagen wir, der Mykerinus, ja, aber auch der Khafre sich obwohl sie genauso mächtige Pharaonen waren, mit einer kleineren Pyramide sich zufrieden geben. Ja. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass der nächste kommt und der macht es also noch größer. Nein. Und zu allen drei Pyramiden gibt es natürlich schon ein paar Unterschiede, die aber für sich trotzdem allein gesehen auch erstaunlich sind. So gibt es ja zum Beispiel also bei der Mykerinus-Pyramide die Außenverkleidung, also die aus Granitblöcken besteht, während also bei der Cheops-Pyramide sie ja aus Kalkblöcken bestanden haben. Und bei den Granitblöcken, also bei der Mykerinus-Pyramide, ist, wenn man sich das genauer anschaut, genau nach dem gleichen Prinzip, also wie man das eigentlich herkennt, also von Cusco in Peru auch, ja, also genau die gleiche also Bautechnik. Und ich glaube nicht so richtig an Zufälle, ja. Und man hat durchaus also den Eindruck, und ich meine also, dass einiges dafür spricht, also dass die drei Hauptpyramiden tatsächlich also schon vorher da waren. Die Ägyptologen sagen natürlich, ja, also all die Pyramiden rundherum, ja, die stammen nun mal aus der vierten, aus der fünften Dynastie. Das heißt also aus dem Alten Reich, ja. Aber wer sagt denn also, dass das nicht halt dann wie bei einem Wallfahrtsort, ja, die haben das halt dann nachgemacht und haben diese mickrigen kleinen Pyramiden um die große Pyramide dann gebaut, so wie wir das heute also bei irgendeinem Wallfahrtsort ja auch machen, die Nachahmer, ja. Und dann gibt es auch die Frage, die finde ich auch recht kurios, ja, weil natürlich die Ägyptologen immer wieder sagen, ja, auf die Frage, also warum vor allem die Cheops-Pyramide, aber letztlich gilt es natürlich auch für die anderen, anonyme Gebäude sind. Ja? Also es gibt keine Inschriften, keine Belege dafür, dass das wirklich also das Grabmal von Cheops war. Und da sagen mir die Ägyptologen, ja gut, also in der vierten Dynastie hat es eben noch nicht also die Texte gegeben, die Pyramidentexte, ja, sondern das kam erst mit der fünften, also Dynastie, mit der Unas-Pyramide in Saqqara. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, weil wenn man sich also aus der Chronologie, der Ägyptologie selber, also gestellten, also Chronologie eben herannimmt, die Djoser-Pyramide, die als älteste gilt, also die Stufenpyramide in Saqqara. Und ich war mehrmals dort drinnen, auch bei dem sogenannten Ka-Grab, also Zwillingsgrab, also wo es auch also Meter tief hinuntergeht und wo sich ebenfalls also ein leerer Sarkophag befindet. Dort hat man jeweils sehr wohl Inschriften gefunden und ausgekleidete Kammern, also mit sogenannten Fayencen, also Plättchen, also reichhaltig geschmückt. Ja. Man hat also in der Djoser-Pyramide in mehreren unterirdischen Kammern bis zu 40.000 ja, Behälter, also Krüge gefunden, aus Alabaster, aber auch aus Diorit zum Beispiel, sogar aus der ersten Dynastie. Ja? Und in der Cheops-Pyramide überhaupt nichts. Also das passt auch nicht zusammen. Und daher, also die Fragen müssen gestellt werden, ja, aber sie werden halt also wie in vielen Belangen, also was halt nicht so richtig hineinpasst, das wird halt ignoriert oder ist halt nicht erwünscht. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen, aber wir wollen es nicht politisieren, also wo man also aufpassen muss, also was man sagt. Und in den
vorgefertigten Weltbild, sage ich jetzt mal, oder Dogma, in dem Fall der Ägyptologie. Das hat halt also, ist ja noch eine relativ junge Wissenschaft, vor 200 Jahren begonnen, und da hat man das halt festgelegt. Ja? Das ist das Grabmal des Cheops. Ja? Und auf das wird jetzt alles Weitere aufgebaut. Ja? Und das ist halt wie bei einem Kartenhaus. Ja? Also wenn du die unterste Karte da rausziehst oder mittendrin irgendwo, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Also versucht man das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und je mehr aber Unklarheiten, Anomalien auftauchen, umso mehr fängt das ganze Gebäude zu wackeln an. Und da befinden wir uns gerade. Zusätzlich dazu muss ich einfach wirklich anmerken, was die letzten Jahre aufgetaucht ist. Ich wollte vorher schon kurz fragen, Reinhard, warst du schon in Bosnien? Ja, Die natürlich. Anlage Ja, dort? ja, ja, ja. Und du wirst vielleicht sehr gespannt sein. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der Roman Polak, der hat, glaube ich, vor ein Ja, paar Jahren richtig. mal, Ja, ja, der ist ja extrem ja. aktiv gewesen die letzten Jahre. Und mittlerweile haben wir einige solche Strukturen, also der Roman hat einige solche Strukturen entdeckt, die auch zumindest wie Soko der Pyramide sehr ähnlich sind bei uns in Österreich und in Zentraleuropa. Und es wird, wir sind mitten auf dem Weg, dass einfach die Ägyptologie alleine nicht mehr die Vormachtstellung hat, dass so quasi die halbe Welt glaubt, nur in Kairo gibt es Pyramiden. Wir wissen das mittlerweile Ja. einfach weltweit, die chinesischen Pyramiden, und das ist einfach, Natürlich. dieses Kartenhaus ist eigentlich schon zusammengebrochen und irgendwie, weiß ich nicht, virtuell halten sie die Story nur ein bisschen am Leben. Habe ich so manchmal das Gefühl. Aber dort ist wieder Ja. so ein Punkt, wo ich mir sicher bin, die nächsten 5 bis 10 Jahre, wenn da noch mehr dokumentiert wird, wir werden auch zu diesen Pyramiden, falls diese Pyramiden innen Hohlräume haben oder so, wir werden mehr und mehr finden, wo man auch wieder dann hineinkommt. Und bei uns dann ähnliche Dinge entdeckt werden, wie das vielleicht nur kennen aus Südamerika von mir aus. Das, also auf dem Weg sind wir mitten drauf Ja. momentan. Ja, absolut spannend. Das sind natürlich also auch da radiostatische Phänomene, die da hineinspielen auch. Und ja, also es ist natürlich, ehrlicherweise muss man aber schon also einräumen, dass auch wenn man sagt, okay, eigentlich der ganze Planeten ist von Pyramiden umzogen, dass natürlich also die nicht alle zwingend aus der gleichen Zeitepoche stammen. Da gibt es Nein, nein. natürlich also auch Unterschiede. Aber es stimmt also, dass diese Pyramidenform sich bei untergegangenen Kulturen also weltweit findet und da und dort schon eine Gemeinsamkeit zu erkennen ist, die man auch so interpretieren kann, dass es mal eine Vorzeitzivilisation gegeben hat, die wir heute vielleicht also nur noch erahnen und da und dort vielleicht wiederentdecken. Richtig. Gunnar hat gerade Südamerika erwähnt. Ich möchte mal ganz kurz einen Ausflug machen in diese Richtung, bevor ich zurück nach Ägypten komme. Ich habe vor einer Weile ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einer Dame, die heißt Gundula Schulze El-Dawi. Und die hat einen interessanten Bericht auf ihrem Blog, auf ihrer Homepage. Da geht es um uralte Tunnel in Bolivien und Peru. Riesengroße unterirdische Anlagen, die sind wirklich wahnsinnig groß. Da kann man auch mit sich zwei Autos nebeneinander durchfahren, die sind auch sehr hoch. Kein Mensch weiß, wer die gebaut hat, kein Mensch weiß, warum sie gebaut wurden. Wenn mal zufällig ein Eingang zu so einem Tunnel entdeckt wird, es werden immer noch neue Eingänge entdeckt durch Zufall von Leuten, von ja, Leuten wie du und ich, die da irgendwo rumlaufen und plötzlich irgendwie so einen Eingang finden und die den Eingang dann melden, dann kommt sofort die Polizei und die lässt dann diese Tunnel zumachen, zumauern oder wie auch immer, verschließen. Und ja, es gibt auch viele, viele Legenden natürlich über diese Tunnel. Hast du in diese Richtung mal deine Fühler ausgestreckt, diese unterirdischen Anlagen, diese weit verzweigten, riesengroßen Anlagen in Bolivien und Peru? Also ich habe davon auch gehört, aber leider also konnte ich mich da also noch nicht vertiefen. Aber natürlich diese unterirdischen Anlagen, es ist ähnlich wie mit den Pyramiden, findet man also weltweit. Ja? Und ich war halt also eher in anderen Gegenden unterwegs, also wenn man so will, also in der Türkei. Das sind zwar jetzt keine also unterirdischen Anlagen, also wo da jetzt Autos Platz hätten oder was, ja. Aber es sind unterirdische ja, Vorzeitbunker, wenn man so will, also wo man nicht weiß, also was die für eine ursprüngliche Bedeutung hatten.
Und diese, also in der Türkei sind es ja ganze Wohnsilos, also die bis zu, ja, bis zu 13 Stockwerke hinunter in die Tiefe gehen, wo also tausende Menschen also vor Jahrtausenden also Platz gefunden haben. Offensichtlich auch für einen relativ langen Zeitraum. Also das kann nicht irgendwie kurzfristig entstanden sein. In der Türkei sagt man, dass das hängt also mit den Hethitern zusammen. Das wären also die Erbauer gewesen. Aber es stimmt auch hier die Datierung nicht, weil man auch Funde gemacht hat, also die 5000 Jahre und älter sind, und das wäre also vor den Hethitern gewesen. Und die Frage ist halt, da wie dort, okay, wozu hat man das angelegt? Da mag es auch unterschiedliche also Verwendungszwecke dafür gegeben haben. Ich weiß es nicht, also wie weit in Südamerika, wie weit also da man das untersucht hat und man auch also Thesen der Verwendung eben dann aufgestellt hat. Da gibt es also sicherlich auch Unterschiede, aber es beweist trotzdem also, dass die unterirdischen Anlagen ein uraltes also Phänomen sind, die sich also rund um den Erdball ziehen. Und wo manche natürlich auch meinen, okay, das sind vielleicht also auch Überreste also einer Vorzeitkultur, die sich also in den unterirdischen Anlagen da zurückgezogen hat oder vielleicht sogar da und heute noch existieren können. Ja. Oh, ist das interessant. Finden wir solche unterirdischen Strukturen auch in Ägypten oder um Ägypten irgendwo, welche die sehr Ja, interessant sind? natürlich, ja. Natürlich gibt es sie. Also, und zwar jede Menge. Also nehmen wir, was weiß ich, zum Beispiel in Alexandria, wo die letzten Auswüchse also der Verehrung des Apis-Stieres stattgefunden hat, einem himmlischen Gott, der also zu den Urgöttern im alten Ägypten auch zählt, der also eine himmlische, um nicht zu sagen auch außerirdische Herkunft gehabt haben soll. Und da gibt es in Alexandrien also das Serapeum. Es gibt das natürlich in Saqqara, das Ältere, aber das in Alexandria ist also, wenn man so will, der letzte Ausläufer davon. Manche meinen, es wäre also ein Ableger von der Bibliothek von Alexandria gewesen, die ja bekanntlich mehrmals zerstört worden ist. Und damit also das ganze Wissen der Antike, wäre das nicht passiert. Vielleicht wären wir heute also schon weiter. Und auch da weiß man nicht wirklich den Verwendungszweck. Okay, das stammt also aus, offiziell zumindest aus der Zeit, ja, vorchristlicher natürlich, aber nicht jetzt so alt wie zum Beispiel das andere Serapeum, das bekanntere, also in Saqqara, mit diesen also berühmten sogenannten Monstersärgen, ja, also wo 3,5 Meter lang, 3 Meter hoch und vielleicht 4,5 Meter groß auch, wo die also bis zu 80 Tonnen Gewicht haben und 20 Tonnen also Sargdeckel sich noch darauf befunden hat. 24 also hat man also gefunden dort in 10, 12 Meter Tiefe in Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Auguste Mariette war das, der Franzose. Und offiziell sind es also die Gräber der Apis-Stiere. Man hat aber nie also in einem dieser Gräber einen Apis-Stier oder eine Mumie davon gefunden. Es gibt natürlich die Verehrungen davor, ja, also es ist eine Galerie, es gibt einen Gang und links und rechts davon sind also die Galerien, also mit diesen gewaltigen Sarkophagen, wo auch die Ägyptologen nicht wissen, wie die also in diesem Fall also von Aswan herangeschafft worden sind. Und dann also in diesen unterirdischen Anlagen Platz gefunden haben. Die offizielle Erklärung der Apis-Stiere hinkt eben, wie gesagt, vor allem deswegen, also weil man nichts dergleichen gefunden hat. Was man gefunden hat, und das wird oft miteinander verwechselt, ist, dass es daneben eine Galerie gibt mit Holzsarkophagen. Und dort hat man tatsächlich auch Mumien, aber eher nur also, Köpfe von Apis-Stieren, also Mumifizierte, entdeckt, aber in den Sarkophagen nichts. Es gibt auch die These, die Mystery-Foren auch kreisen, dass man also in diesen Sarkophagen
eine schwarze, bitumenartige Masse gefunden hätte mit zerhackten Knochen verschiedener Tiere. Und das stimmt aber so auch nicht. Also ich habe mir den Grabungsbericht also von den Mariette für mein Buch Gräber, die es nicht geben dürfte, es ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, habe ich mir genauer angeschaut und da ist also nichts dergleichen also zu finden. Sehr wohl aber auch hier in den Holzsarkophagen. Da hat man also zum Beispiel einen Holzsarkophag mit einer Mumie gefunden, wo man vermutet hat, aufgrund also der Hieroglyphenschrift, dass das eines der Söhne von Ramses II. Wäre. Dann hat man erst Jahre später also diese Mumie aufgewickelt und zum Vorschein kam nicht, wie man dachte, also der Leichnam von dem Schemwasset soll das gewesen sein, also ein Begründer also des Serapeums in Saqqara, sondern stattdessen also diese bekannte bitumenartige schwarze Masse mit den zerhackten Knochen. Warum? Ja, man sagt, okay, das hat irgendwelche magische, also rituelle Bedeutung gehabt, aber die wirklichen Hintergründe sind nicht bekannt. Und das Interessante vielleicht in diesem Zusammenhang ist wiederum einmal neben, also wie haben die das überhaupt bewerkstelligt? Wie haben die das transportiert? Wie haben die diese perfekten, wirkliche, also aus härtesten, also Rosengranit und schwarzen Granit hergestellten Sarkophage? Wie haben die diese Präzision also wirklich geschliffen und feinst gearbeitet? Wie haben die das also damals also geschafft? Damals heißt also, die Ägyptologen sagen, aufgrund von Namen, die auf drei Sarkophagen stehen, es gibt von diesen 24 Sarkophagen, sind drei beschriftet mit Hieroglyphen. Und aufgrund der genannten Pharaonen sagen die also, das muss aus der Zeit also von Ramses und eigentlich also die Steinsarkophage später, nämlich erst aus der ptolemäischen Zeit um vielleicht 600 bis 300, eher vielleicht sogar erst 300 vor Christus, entstanden sein. Wenn man sich aber das vor Ort, und das immer wieder dort, man muss sich das vor Ort anschauen. Wenn du das so einfach so liest auf Wikipedia oder sonst wo, dann glaubst du das auch so. Ja? Wenn du dir das aber dann wirklich direkt vor Ort anschaust, sagst du dir, das kann nie und nimmer stimmen. Warum nicht? Weil diese Namen, diese Pharaonennamen und auch die Dekoration dazu primitivst hineingeklopft ist. Das passt also nicht zusammen, also mit dem Sarkophag an sich und seiner Perfektion. Das heißt, der Hersteller des Sarkophages muss ein anderer gewesen sein als derjenige, der meiner Meinung nach dann nachher das hineingeklopft hat. Ja? Wenn man so will, nachgenutzt wurde. Das sagt aber nichts über den ursprünglichen Hersteller. Ganz ähnlich ist es natürlich auch bei anderen, also Rätseln, da gehören die Erdstahl, also Phänomene natürlich genauso auch dazu. Also vieles deutet darauf hin, also dass manches viel älter ist, als es gemeinhin also so offiziell vorgegeben wird. Und damit wird aber das eigentliche Rätsel nur noch größer. Ja? Und das finden wir also bei vielen gerade unterirdischen Anlagen in Ägypten im Besonderen. Es gibt also, ich bin ungefähr durch 20 Pyramiden gekrochen. Eine, die auch sehr spannend ist, ist die Iluhan-Pyramide im Fayum-Becken, also südlich also von Kairo gelegen. Und da gibt es einen Sarkophag aus der Zeit, so heißt es, also um ungefähr 1800, 1900 vor Christus. Da gibt es einen Rosengranit-Sarkophag und wie ich zuletzt also eben im November ja mit unserer Reisegruppe also vor Ort war, Ägyptologe war auch dabei, aber es waren auch Techniker dabei, haben wir Untersuchungen dort gemacht und haben also genaue Abmessungen machen können und dabei festgestellt, ich sage das jetzt nur laienhaft, ja, weil ich natürlich auch nicht der Experte bin, aber die waren eben dabei, die Techniker. Und die haben also festgestellt, dass die Abweichungen jetzt von den Entfernungen und von den Winkeln
0,0 irgendwas ist. Also das ist eine unglaubliche, also Präzision, also die wir heute mit unseren modernsten Geräten nicht schaffen. Ich wusste von diesem speziellen, also Rosenkranit-Sarkophag, wo ich übrigens auch schon vor Jahren drinnen gelegen bin und von seinen Geheimnissen, aber ich habe es halt nie publiziert. Also das ist nie also veröffentlicht worden. Jetzt also im Zusammenhang also mit der Reisegruppe und den neuen Daten, also möchte ich das also nachholen. Und da hat man also das gleiche Phänomen im Übrigen, Rosenkranit-Sarkophag, also der gleiche, also wie auch in der Königskammer, der angeblich also Cheops zugesprochen wird, auch dort, also in Iluhan, wenn man da mit einem Gegenstand, also gegen also die Wand klopft, dann hast du also dieses Klong, ja, also dieses metallische Geräusch oder so, ja. Auch da fehlt der Sargdeckel und mich überzeugt es also nicht, dass das einfach also das Grab in dem Fall, also ich weiß es den Pharao jetzt nicht auswendig gewesen sein soll. Auch da glaube ich eher, also dass das anderen Zwecken gedient haben könnte und vielleicht auch älter ist, als man gemeinhin annimmt. Das ist so spannend. Ich könnte da tagelang zuhören. Das ist so spannend, ja. Weil du dein Buch erwähnt hast, Gräber, die es nicht geben dürfte. Leute, guckt mal bei Amazon, Gräber, die es nicht geben dürfte. Super Buch. Da habe ich, ist mir was eingefallen. Da schreibst du über eine unterirdische Totenstadt. Die Totenstadt von Orvieto, glaube ich, heißt das. Ja, das ist irgendwo bei Italien, war das, wenn ich richtig erinnere. Das ist in Mittelitalien, das ist ungefähr so 80, 85 Kilometer nördlich von Rom. Und ja, das ist eine unterirdische Stadt, gegründet also von den Etruskern. Und soll eine oder wahrscheinlich die Hauptstadt gewesen sein von den Etruskern. Die Etrusker haben also ungefähr um ja, so 800 vor Christus, also sind die aufgetaucht und waren im Grunde genommen also die Lehrmeister der Römer, sind dann aber letztlich in ihnen aufgegangen, beziehungsweise natürlich die Geschichte, also schreiben ja bekanntlich also immer die Sieger. Und so ist leider also die ganzen Orakelbücher, die Weisheitsbücher und vieles also von den Etruskern zerstört worden. Aber das, was erhalten geblieben ist, also ist immer noch erstaunlich. Und in Orvieto eben gibt es also es ist eigentlich ein Felsplateau und das ist also völlig also durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und da hat man ähnlich, also wie das bekannt ist, also auch aus der Türkei, also es erinnert mich sehr daran, haben Menschen, also größere Menschenansammlungen haben dort über einen längeren Zeitraum also gelebt. Und das muss also von langer Hand vorbereitet sein. Also das kann man nicht einfach so, obwohl das ein relativ weiches Gestein ist, also das ist eher Tuffgestein, ja. Aber es ist unglaublich ausgeklügelt, raffiniert, konstruiert, also mit Zisternen, mit allen möglichen, also Bibliotheken oder was, die dort stattgefunden haben sollen und wo Leute also sich längere Zeit auch aufgehalten haben. Und das soll also dieser geheime Versammlungsort gewesen sein von den Etruskern, ein Ort, der immer gesucht wird noch. Und zwar sollen sich dort ich glaube, 12 Städte waren es, die von den Etruskern gegründet worden sind. Und die Weisheitspriester, also die Wissende ihrer Zeit, hätten sich also dort versammelt. Und die Etrusker waren ja also einerseits mit dem Unterirdischen verbunden, aber gleichzeitig auch also mit den Sternen. Und sie hatten ja ein eigenes Blitzorakel. Also die haben also die Blitze gedeutet und haben daraus dann also ihre Handlungen auch geschlossen. Und das Interessante ist, dass die Weisheitspriester sich sogar mit also ihren Göttern zur Herstellung von Blitzen auch verständigen konnten. Ja, es gab also auch bestimmte, ja, man würde sagen, ähnlich wie also in Delphi oder was, ja, also wo das als Kommunikation also zu den Überirdischen auch also genutzt wurde, soll das bei den Etruskern also auch gewesen sein. Und ja, im ersten Jahrhundert, also vor Christus, also sind die dann mehr oder weniger verschwunden. Aber das, was sie hinterlassen haben, unter anderem ja auch, waren sie ja auch im Besitz also einer Schrift, die
die bis heute nicht zur Gänze entschlüsselt worden sind, weil also zu wenig Schriftzeichen vorhanden sind und weil man die Sprache auch von damals also nicht mehr weiß. Und streng genommen weiß man nicht einmal, also woher die Etrusker stammen. Die meisten, also Ethnologen, Archäologen vermuten, dass sie entweder eingewandert sind, also aus griechischen Regionen, oder aber sie sind aus den Vorgängern der Vilanova-Kultur entstanden. Und was sie vor allem also hinterlassen haben, sind natürlich auch erstaunliche Bauwerke, Gräber, aber sogar auch eine Art Pyramide, die erst in den 90er Jahren entdeckt worden ist. Auch so in der Gegend Mittelägypten, in der Nähe von dem Wunderort Pomarazzo. Der ist zwar erst also im 19. Jahrhundert oder, na, ich glaube, ein bisschen früher, in der Renaissancezeit ist er entstanden und ist ein fantastischer Skulpturenpark, der also die Mythologie der Etrusker mit einbezogen hat und darstellt, unter anderem auch dieses Monster Orcus, der also in die Unterwelt hineinführt. Also dort kann man also in einer überdimensionalen Skulptur, wo man tatsächlich hinein kann, dann geht man also ein Stockwerk hinauf und auch dort, das habe ich auch selbst also mit meiner Partnerin auch dort ausprobiert und festgestellt, aber das ist eben erst später entstanden, das hat man aber offensichtlich absichtlich so also installiert, hat man also eine erstaunliche Akustik. Also die ist schon sehr auffällig. Und ganz in der Nähe dort, das sind vielleicht nur 100, 200 Meter entfernt, befindet sich eben ein Bauwerk, das als Pyramide der Etrusker bezeichnet wird, wahrscheinlich aber älter ist. Wenn ich nicht irre, so ungefähr 16 Meter hoch. Es ist auch keine klassische Pyramide, aber es hat in etwa also diese Form und über, ich glaube, 26 Stufen oder was kommt man da also zu einer Plattform und dann noch zu einer weiteren. Und auch da interessant, das haben wiederum also Archäoastronomen, Italiener also festgestellt, dass es hier Ausrichtungen gibt, einerseits also zum Sirius und zum anderen auch zum Sternbild des Skorpions. Und auch das kann kein Zufall sein. Und die Untersuchungen, die jüngsten, also die vorliegen, deuten aber darauf hin, dass es schon die Vorgängerkultur der Etrusker also genutzt haben, die Etrusker also dann nur wiederverwertet haben. Was vielleicht in diesem Zusammenhang auch interessant ist, weil wir heute auch schon darüber gesprochen haben, nur am Rande, kann natürlich ein Zufall sein, ja, aber es passt trotzdem ins Bild. Ich selber konnte das nicht überfliegen, das Gebiet, aber mir liegen Luftaufnahmen vor. Diese Pyramide sieht von oben aus wie ein Kopf mit einem Helm. Ja? Also wie ein menschlicher Kopf. Also das alles, so hat man den Eindruck, haben die Erbauer auch schon mit berücksichtigt. Ja? Also das ist schon also auch erstaunlich und ist die Geoglyphen, ähnlich wie die Pyramiden und auch die unterirdischen Anlagen, genauso auch ein Phänomen, also das sich weltweit eben finden lässt. Absolut spannend. Ich habe jetzt zu dem Thema etwa noch vielleicht noch eine Frage, die jetzt ja mit dem Thema vielleicht nur sekundär verbunden ist. Ich weiß nicht, was Gunnar danach noch hat, bevor wir dann zum letzten Thema übergehen und dich mal so langsam in Ruhe lassen. Aber in deinem Buch Gräber, die es nicht geben dürfte, schreibst du über Grabhügel mit bis heute verschlossenen Toren. Wie gesagt, hat vielleicht mit dem Thema jetzt nur sekundär was zu tun, aber das finde ich absolut spannend. Wollte ich jetzt nicht gehen lassen, ohne dich das zu fragen. Was gibt es dazu zu berichten? Ja, natürlich. Also da gibt es also mehrere Grabbauten, also die bis heute nicht geöffnet worden sind. Im Übrigen auch in Österreich, ja. In Niederösterreich, also Großmuggel, ja, einer der größten also Grabhügel oder mutmaßlichen Grabhügel. Da vermutet man also einen Keltenfürsten. Bis heute also nicht geöffnet. Deswegen nicht geöffnet, weil, so sagen es die Archäologen, in dem Moment, also wo man das versucht, zerstört man also dieses Heiligtum. So, das ist die eine Sache. Die andere Geschichte, ein berühmtes, aber auch wirklich also mysteriöses Grab ist das von Antiochos dem Ersten. Das ist also an der Spitze des Nimrud Dagh, also in der Osttürkei.
ungefähr auf 2000, über 2000 Meter Höhe gelegen, also über 2000 Jahren entstanden. Und dort gibt es auch im Übrigen, also mit Reisen mit mir auch zu besichtigen, dann mit Sonnenuntergang schon, also ist schon auch was, also ein besonderes Erlebnis. Dort gibt es also eine Plattform um den Gipfel des Berges herum oder mehrere Plattformen, auch mit bis zu 9 Meter hohen, also gewaltigen, also Steinskulpturen. Die Köpfe sind heruntergefallen. Man vermutet also bei einem Erdbeben also kaputt gegangen, aber vielleicht sind sie auch zerstört worden. Und dort wurde künstlich, also wenn man so will, auf dem Gipfel, ja, wurde seinerzeit vor über 2000 Jahren ein Gipfel auf dem Gipfel künstlich errichtet. Und zwar mehr oder weniger aus Schotter. Allein das heranzuschaffen ist gigantisch und gibt eine Fläche von ungefähr, ja, das sind also 150 Meter im Durchmesser. Dann geht es, ich weiß nicht, wie hoch hinauf, aber ich glaube, 50 Meter wird es etwa sein. Und darunter, so erzählt also die Legenden, soll sich also das bis heute nicht geöffnete Grab von Antiochos dem Ersten befinden. Es gab Versuche, also das Grab zu öffnen. Man hat es aber sehr bald dann unterlassen, weil das ist so raffiniert angelegt, dass man vermutet, manche Archäologen vermuten, wo es sein könnte. Ja? Und dann hat man also begonnen, dort zu graben. Aber in dem Moment, wo man also da sich weiter fortbewegt hat, kam der Schotter von oben wieder hinunter. Das heißt, man müsste auch hier über mehrere Jahre also das abtragen erst, bis man vielleicht also das Grab finden würde und hätte damit aber genauso also das Heiligtum eben zerstört. Das heißt, es gibt also gute Gründe dafür, warum also manche Gräber also bis heute nicht geöffnet worden sind. Aber es gibt natürlich auch noch, ja, auch andere, also oft mit Legenden verbunden, also weil man halt sagt, ja, also irgendein Fluch ist damit also verknüpft oder ähnliches mehr. Aber es gibt tatsächlich also viele Gräber, die nach wie vor auf eine Öffnung warten und damit verbunden natürlich auch auf interessante Entdeckungen. Also da ist bestimmt auch noch viel zu tun für Archäologen, für Mystery-Forscher sowieso. Spannend. Gunnar, hast du zu dem Thema noch was hinzuzufügen? Ansonsten werde ich jetzt mal zum letzten Punkt Die kommen. Liste wird heute zu lange. Ja. Nur ganz kurz als Anmerkung: Es gibt natürlich auch, weil der Reinhard selbst schon in Visoko war, offiziell ist ja auch diese Pyramide noch nicht geöffnet worden. Wie gesagt, das ist offiziell. Ich habe da schon ein paar andere Stories gehört, die noch nicht so weit sind, dass man es publizieren kann jetzt in unserer Zeit. Es gibt einige solche Anlagen natürlich in Österreich und es gehören einige unterirdische Anlagen auch dazu, die sie unter, ja, Kirchen, Klöstern und zum Teil bei uns im Mühlviertel auch unter kleinen Kapellen befinden. Also, wie gesagt, habe vorher schon, wir haben da auf Jahrzehnte hinaus noch genügend Arbeit und manchmal scheitert es natürlich dann an irgendwelchen Genehmigungen, dass man das auch öffnen darf. Illegal machen wir gar nichts in dem Sinn, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Erstens kriegst Stress, zweitens machst du vielleicht auch was kaputt und es ist für unsere Reputation, sage ich ganz offen, einfach auch nicht optimal, weil wir da mit illegalen Mitteln arbeiten. Da wird die Zukunft mehrere Gelegenheiten noch bringen, weil die Menschen neugierig werden und mehr Dinge auftauchen. Und vielleicht haben wir mal das eine oder andere Mal auch das Glück, so wie es auch in Südamerika manchmal war, dass gewisse Dinge freigelegt werden durch Erdrutsche oder wenn der Baum entwurzelt wird oder solche Dinge. Auf das hoffe ich schon sehr, weil dann kann keiner sagen, das ist verboten. Aber sonst, ja, es gäbe natürlich hunderte Sachen, über die wir mit Reinhard jetzt noch weiter da uns austauschen können und auch in Reinhard ein bisschen löchern, was er nicht nur alles weiß. Ich denke, es wird ein weiteres Gespräch geben. Ich glaube, der Reinhard ist auf den Geschmack gekommen. Ich könnte das sehr gerne Sonst, machen. ja. Ja. Sehr gerne. Na, Vielleicht eine Sache noch in dem Zusammenhang, weil es nicht so bekannt ist, aber auch mit den bosnischen also Pyramiden. Es gibt ja dort auch diese riesigen also, Steine, die man dort gefunden hat. Ja, diese Kugeln, diese Steinkugeln. Ja.
Und das hat mich besonders auch interessiert, schon vor vielen Jahren. Also bin ich da sogar, kann ich ja sagen, also mit einem ORF-Team dorthin gereist. Und wir haben also dort also interessante Aufnahmen gemacht. Und während also der Arbeiten hat sich eröffnet, weil es ja immer heißt, okay, das sind halt natürliche, also Kugeln. Tatsächlich sind ja die meisten auch also natürlich. Aber es gibt, man weiß es besonders also auf Costa Rica, dass tatsächlich auch es künstlich geschaffene gibt. Und es gibt auch welche in der Region, also die nachweislich also zumindest eine künstliche Bearbeitung haben, die aber kein Mensch kennt. Es war so, dass ich mit dem Fernsehteam dann auch, ich wusste davon, aber ich war selber noch nicht dort, auch im Nachbarland in Serbien man also solche Kugeln gefunden hat, die eindeutig also menschliche also Spuren wie Graffiti und Sternenkonstellationen eingraviert haben. Und wir haben tatsächlich auf gut Glück, ich habe das dem Fernsehteam erzählt, haben gesagt, okay, also dann fahren wir gleich dorthin. Und wir haben dieses Dorf, ich weiß es jetzt auswendig nicht, sind wir dorthin und haben uns da durchgefragt, wo es denn also diese Steine gibt. Und haben das in dem Dorf das Glück gehabt, dass wir rein zufällig natürlich, weil es sind oft Zufallsfunde, zum Entdecker also dieser Steine gekommen sind. Und der hat uns dann also, alleine hätten wir uns das eh nicht getraut, weil das war dann also auch im Zusammenhang also mit dem Kosovo-Krieg noch, also mit Minen und so weiter, also ungefährlich war das nicht. Aber mit ihm haben wir uns dann getraut, also dass wir da in das Gelände da, in die Wildnis da hineingegangen sind und haben tatsächlich also dann diese Steinkugeln, die wohlgemerkt, also Graffiti, ich habe die Fotos natürlich auch, zeigen, die bislang nicht veröffentlicht worden sind, also jedenfalls nicht hierzulande in Serbien schon. Und die man also auch im Zusammenhang bringt mit der Donaukultur und mit der Windscherkultur. Ja, also die also zu den ältesten europäischen also Kulturen auch gehören. Und das ist also, finde ich, also auch ein spannendes Thema, dass es darüber hinaus, also man stochert wo an und es eröffnen sich also weitere, immer größere Spuren noch. Also es ist wie bei, ja, also man kriegt auch von euch, also eine Frage und dann beantwortet man die und dann stellen sich also 10 neue Fragen. Ja? Also wie ein Tor, das man öffnet, hurra, und dann kommen die nächsten 10 Tore. Ja? Aber irgendwie ist es natürlich auch spannend und macht auch also den Reiz also des ganzen Themas aus und warum man sich auch überhaupt also damit also beschäftigt. Man ist ja neugierig und der Mensch ist neugierig und will mehr erfahren. Und auf dem Thema der Mysterien ist das tatsächlich also uferlos, ja? Ja, da hast du recht. Lass uns zum letzten Punkt kommen, bevor wir dich hier entlassen heute. Es ist ja echt schon, ja, wir quälen dich hier schon fast 2 Stunden, aber es macht Spaß. Ja, zum Oh ja. aktuellen Buch sind wir noch nie gekommen. Das war der eigentliche Aufhänger. Eben. Da kommen wir jetzt hin. Kleopatras Wunderlamp und das Hightech-Wissen der Pharaonen. Schon erhältlich auf Amazon, schon eine ganze Weile, Leute. Wer es noch nicht auf dem Schirm hat, folgt mal dem Link in der Beschreibung, holt euch das Buch und lasst bei Amazon vor allem ganz wichtig immer, Leute, lasst eine gute Bewertung da für das Buch. Das hilft dem Reinhard auch, das Buch weiter, schneller zu verbreiten, natürlich. Und lass uns mal drüber reden. Elektrizität im alten Ägypten. Und du sprichst von sichtbaren Indizien aus dem Hathor-Tempel zum Beispiel. Wie kommst du auf die Idee, dass die alten Ägypter Elektrizität besaßen, Reinhard? Also mittlerweile befassen sich natürlich also viele andere Kollegen auch damit und auch wir, also wenn ich sage wir, dann mein inzwischen verstorbener Autorenkollege Peter Grasser hat viele also Mystery-Bücher geschrieben von Gottkampf und den Sternen, also bis hin zu den Men in Black. Und auch mein Kollege, der uns zumindest also unterstützt hat, der Diplom-Ingenieur Walter Gahn, 2010 verstorben. Die sind also nicht mehr unter uns. Und wir waren auch nicht die allerersten, also die sich also mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich der Frage, ob die alten Ägypter bereits mit elektrischem Strom hantiert haben. Aber wir waren die ersten, die das in einem Buch und auch mit einer Rekonstruktion einer funktionierenden, in dem Fall Gasentladungslampe, zur Diskussion gestellt haben. Für mich selber, also war es der Einstieg überhaupt, also sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wahrscheinlich ist das mit auch der Grund, warum also Ägypten also
ja, mein Mystery-Lieblingsland geworden ist, ja, und das mich halt also bis heute also fesselt und nicht loslässt. Aber das hat damals, und ich war damals ja noch also mit 20 Jahren, also noch ein Jungspund, war das der Einstieg als, wenn man so will, als Autor. Ohne zu ahnen und zu wissen, also was das dann in der Folge alles noch mit sich zieht. Die These, Elektrotechnik im Altertum, gibt es natürlich also viele, auch andere Spuren, Stichwort, ohne es jetzt vertiefen zu wollen, Elektrobatterien der Barta ist ein Beispiel. Also es gibt auch vergleichbare andere Funde. Aber das Hauptindiz, wenn man so will, ist der Hathor-Tempel von Dendera in Ägypten, 60 Kilometer nördlich von Luxor, wo es, wie ich heute inzwischen weiß, also sieben große Darstellungen gibt von überdimensionalen, blasenartigen Gebilden, wo eine Schlange dargestellt ist. Und das Ganze sieht halt aus wie eine überdimensionale Glühlampe. Wenn etwas aussieht wie, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass es das auch sein muss. Ja? Aber es gibt also, wie ich finde, also ein Füllhorn an Indizien, also diese These hatten die alten Ägypter bereits Kenntnis von elektrischem Strom, durchaus untermauert. Auch wenn die Ägyptologen selbstverständlich und auch Kritiker dieser These das ganz anders sehen. Was spricht also nun dafür? Wir haben damals, nämlich der Peter Grasser und ich, als elektrotechnische Laien, haben wir den Ingenieur Gahn gefunden. Das war damals der Projektleiter der ELEN und später der VA-TEC und auch Siemens, weil wir halt eine Expertise von einem Techniker wollten, der entweder uns widerlegt, ja, der uns also deutlich macht, also da haben wir uns verrannt, oder aber sogar also das bestätigt. Und es war also in diesem Fall der Glücksfall, also dass er aus dem Staunen nicht herausgekommen ist, obwohl er zunächst skeptisch war, und hat dann eben getreu dieser altägyptischen Vorbilder dann dieses funktionstüchtige Modell rekonstruiert in Form eben einer Gasentladungslampe. Das ist dann auch also berühmt geworden. Wie wir 1982 das vorgestellt haben, waren die Hieroglyphen vom Hathor-Tempel von Dendera noch nicht übersetzt. Natürlich hat man also seit Champollion also die Übersetzung der Hieroglyphen möglich gemacht durch den Stein von Rosette. Aber es sind halt eben bis heute, ich habe das kurz erwähnt, also mit den Papyri in irgendwelchen Instituten, sind also noch lange nicht alle Hieroglyphen übersetzt. Und so waren also damals 1982 auch die Dendera-Hieroglyphen noch nicht übersetzt. Und die Ägyptologen haben ein Dutzend Erklärungen zu diesen Reliefdarstellungen geäußert. Und die haben sich zum Teil widersprochen. Einig waren sie sich nur, dass wir mit unserer These, das könnte man elektrotechnisch interpretieren, also falsch liegen. So, 1992 kam dann das Fortsetzungsband, das Licht der Pharaonen. Das war, nachdem das erste Buch eher in einem kleinen Verlag erschienen ist, war das in einem großen Verlag und ist eigentlich ein Klassiker geworden, dann auch der Präastronautik. Ja. Die Dendera-Glühlampen gehören also mit zu einem wichtigen Indiz, also der Paläoseti-Forschung. Ja, so. Und da haben wir also mit neuen also, Indizien, mit neuen Forschungen das noch einmal präsentiert. Es ist zwar das gleiche Thema, aber es ist nicht also das gleiche Buch. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir auch die Ersten, die, obwohl der Ägyptologe Professor Dr. Weitkus ist das, der Erste war, also der die Dendera-Hieroglyphen übersetzt hat in einer Doktorarbeit. Und er war bereit, obwohl wir völlig unterschiedlicher Meinung sind, aber so würde ich mir das vorstellen, interdisziplinär. Ja, er war bereit, also seine Doktorarbeit auch für unser Buch zur Verfügung zu stellen. Und so waren wir die Ersten, die die Dendera-Hieroglyphen überhaupt das erste Mal in einem Buch zur Diskussion stellen kann. Wir haben das eben elektrotechnisch gedeutet. Was sagen nun die Hieroglyphen? Die sagen natürlich nicht, wir, die alten Ägypter, also haben Glühlampen gehabt. Das kann man aber auch nicht erwarten. Ja. Sie umschreiben aber etwas, das
mit Licht zu tun hat. Und die Ägyptologen sagen, also dieses glühlampenähnliche Gebilde seit die Geburt des leuchtenden Schlangengottes Harsomptus, der aus der Lotusblüte heraus erstrahlt. So. Das passt durchaus auch in Verbindung, also die Lotusblüte, von dort führt also der Strang dann weg und in einen kastenförmigen Behälter. Oder die ganzen also glühbirnenähnlichen Gebilde werden gestützt, also von sogenannten Jet-Pfeilern, die für Beständigkeit und Kraft stehen, die aber, wir meinen, das ist kein Zufall, wie moderne Isolatoren auch aussehen. So, jetzt sagen die Ägyptologen, ja gut, das ist rein religiös zu interpretieren. Und es passt auch in den Kontext der Ägyptologie gut zusammen. Also man kann selbstverständlich also das einfach sehen, das ist die Lotusblume, aus der mittleren Spitze entspringt so quasi die Geburt, also des Schlangengottes. Und die Hülle herum, ja, die wird als bedeutet, interpretiert als Astralleib der Muttergöttin oder Himmelsgöttin Nut. Und der Stängel herum sei also am Boden dann so quasi eine stilisierte Sonnenbarke. Das kann man so sehen und es passt in den ägyptologischen Kontext hinein. Aber die eine Lichtquelle schließt für mich die andere nicht aus. Denn was von den Ägyptologen also völlig ignoriert wird, ist die Tatsache, dass die Darstellung physikalisch, elektrotechnisch bis ins kleinste Detail ebenso ihre Logik hat. Die Lotusblume, ja, die man, also die kann man technisch interpretieren, dann wäre es also vielleicht also die Birnenfassung, man kann es auch spirituell erklären, ja, als Blume der Erleuchtung, oder eben religiös, mythologisch im Sinne der Ägyptologie als Ausgangsort, also aus dem sich dann also der Sonnengott entwickelt hat. Das kann man sehen. Es ist letztlich eine Interpretationsfrage. Die Ägyptologen schließen von vornherein die Möglichkeit von Etek, der Elektrizität, aus, kommen gar nicht auf die Idee. Und daher wird das ignoriert. Aber noch einmal, Faktum ist, es passen elektrotechnisch die verschiedenen Details auch zusammen. Es ist nun mal so, diese letztlich Blume des Lichts kann als Fassung bei der Darstellung zu sehen sein. Die Schlange, als leuchtende Schlange, entspricht in der Darstellung genau einer elektrischen Entladung. Und die Hülle herum, die als Astralkörper bezeichnet wird, kann genauso ein Glaskörper sein. Und in diesem Zusammenhang gibt es sogar unfreiwillig eine Unterstützung der Ägyptologen. Denn in der Doktorarbeit und in den weiteren Studien von dem Professor also Weitkus heißt es nur in der Fußnote, aber jeder kann sich das, also diese Doktorarbeit und diese Studien von Weitkus, kann sich die auch erheben, kann das auch überprüfen. Da heißt es, dieser Körper um die Schlange herum, die also nach meiner These eben der Glaskörper ist, ja, wo sich dann drinnen in dem Vakuum also die Entladung bildet. Die kann, sagen die Ägyptologen selber, kann ein Glaskörper, ein transparenter gewesen sein. Jetzt, wenn das also ein transparenter Glaskörper gewesen sein kann, ist dann also wirklich der allererste Gedanke, die leuchtende Schlange darin, ja, das muss also die Geburt des Hasomptus, also von einem Schlangengott sein. Oder könnte man nicht genauso gut sagen, aber hallo, das ist die Beschreibung einer Glühlampe. Es ist letztlich eine Interpretationsfrage und das ist halt also die Streitfrage. Im neuen Buch habe ich also sehr viel Punkte angemerkt, auch in einem Kapitel sehr ausführlich beschrieben, wo ich auf die Kritiken also der Skeptiker eingehe und auf die Argumente. Und aus meiner Sicht eben darlege, also, dass es also mehrere Möglichkeiten gibt. Ja?
Und dass das überhaupt nicht bewiesen ist, dass das eindeutig einfach eine symbolische Bedeutung des Sonnengottes sein muss. Aber selbst wenn man dem folgt und sagt, okay, das ist die absolute Wahrheit, gibt es trotzdem noch eine Ungereimtheit, nämlich die Ägyptologen haben lange Zeit ja behauptet, einige zumindest, dass das Fantasieprodukte sind. Also man darf diese dargestellten Gegenstände eben nur als imaginäre Erscheinungsformen betrachten. Jetzt ist aber seit den Übersetzungen der Hieroglyphen durch die Ägyptologen selber, findet man genaue Beschreibungen von Materialien. Gold, Metall, Kupfer wird genannt und Größenangaben. Da ist von 3 Handbreit bis einer Elle die Rede. Würde man jetzt die Größenverhältnisse nehmen, so wie sie dargestellt sind, also man sieht diese Objekte, die dann von Priestern gehalten werden. Und wenn man so einen Priester nimmt, was nicht, 1,60 Meter, dann müssten die Bienen 2 Meter lang gewesen sein. Also das kann man vergessen. Also es gibt weder einen Glasbläser heute noch, damals schon gar nicht, die das, also solche Bienen, und wie haben die das Vakuum erzeugt und alles Mögliche, das ist sicher nicht, das ist ein Blödsinn. Ja? Aber das ist ja so auch nicht gesagt, ja? Sondern die Ägypter haben etwas, was ihnen wichtig war, besonders hervorgehoben. Ja? Und in diesem Fall eben die Schlangendarstellung in diesem Körper. Und jetzt ist es so, dass dieser Körper, der als Hen bezeichnet wird, also Astralleib, also der Göttin Nut, dass da die Größenangaben sagen, 3 Handbreit, also das sind ungefähr 25 Zentimeter bis eine Königselle, das sind vielleicht so um die 50 Zentimeter. Unser Modell war, ohne dass wir damals diese Daten wussten, ist ungefähr 35, 40 Zentimeter. Also wir kommen eigentlich der Sache, sind wir sehr nahe gekommen. So, und jetzt stellt sich aber damit die Frage, wenn diese dargestellten Kultobjekte, das sagen die Ägyptologen selbst, tatsächlich existiert haben und für bestimmte Zeremonien verwendet worden sind, dann ist die Kernfrage, wie haben die alten Ägypter diesen von mir aus Schlangengott Harsomptus dargestellt und in ihren Zeremonien präsentiert? Und warum soll das nicht eine elektrische Leuchte auch gewesen sein? Und das ist halt diese Streitfrage. Und im aktuellen Buch Kleopatras Wunderlampe habe ich das Glück, nachdem der Ingenieur Gahn ja leider schon verstorben ist, dass ich einen Fachmann gewonnen habe, der mich da unterstützt. Und zwar ist das der Herbert Fuchs, das ist ein Hochvakuum-Experte, den ich eigentlich im Zusammenhang wegen einer anderen Geschichte, da geht es um Steinerweichungen, wo er da experimentiert hat in seinem Labor in Gmunden. Der hat dann Interesse gefunden, für dieses Garnlampenmodell, das über Jahrzehnte bei mir in meiner Wunderkammer da herumsteht, und er hat es mitgenommen und hat es wieder zum Leuchten gebracht. Hat also dort, wo es Fehler gibt, wo es undicht ist und wo es halt technische Verbesserungen gegeben hat, das hat er alles vorgenommen. Und so leuchtet also Kleopatras Wunderlampe jetzt wieder. Und er hat vor allem neue Gedanken eingebracht, die dann detailliert im Buch auch beschrieben werden. Nämlich eine der Kernfrage der Kritiker war und ist ja, okay, woher kam der Strom und wie haben die alten Ägypter dieses Vakuum erzeugt? Und darauf gibt er Antworten, ich sage jetzt nur Stichwörter, wie Quecksilberbarometer und Luftelektrizität. Mit beiden Elementen, die den alten Ägyptern damals auch schon zur Verfügung standen, muss es möglich gewesen sein oder war es offensichtlich möglich. Natürlich kann man noch sagen, okay, man bräuchte noch praktische Experimente direkt vor Ort. Wie ist es mit dem Quecksilber? Hat man da Funde gemacht? Ja, man müsste auch einmal danach suchen, aber es wird ja von vornherein ausgeblendet. Ja? Und so sind immer noch ein paar Fragen offen, aber manche können auch inzwischen beantwortet werden. Und was vielleicht auch interessant ist, die Texte
im Hathor-Tempel auch direkt zu diesen Harsomptos oder technisch gesehen Glühlampe sind sehr blumig verfasst oder so übersetzt worden und geben also nur sehr vage Beschreibungen. Also da ist also zwar die Rede, wie groß das ist und welche Materialien da verwendet worden sind, aber es wird nur umschrieben wie, okay, da sieht man die Erscheinung des Schlangengottes Harsomptos und mehr nicht. Das ist also alles sehr kurz gefasst. Das kann entweder Absicht gewesen sein von den Priestern, den Wissenschaftlern ihrer Zeit, die ja ähnlich wie heute, ja, also gibt es ja auch eine Geheimwissenschaft. Ja. Ich selbst habe also schon Probleme, also wenn mir der Arzt da irgendeinen Rezeptzettel zeigt oder was, also da sind Beschreibungen, also da haben wir heute Mühe, wenn du also nicht ein Insider oder ein Eingeweihter bist. Und das gab es selbstverständlich also bei den alten Ägyptern also genauso, mehr noch. Es gab, wie wir heute wissen, dafür gibt es auch entsprechende Studien, von den verschiedenen Tempelanlagen auch unterschiedliche Grammatiken. Ja? Und wenn du da kein Eingeweihter bist, dann weißt du es nicht. Ja? Dann, wenn man auch mit berücksichtigt, dass zu Beginn der Pharaonendynastien, also vor 5000 Jahren, als die Hieroglyphen so quasi erfunden worden sind, da ist man ausgekommen mit, tja, mit ein paar wenigen 100 Hieroglyphen. Und die kann man auch übersetzen. Aber dann gegen Ende des Pharaonenreichs, also bei den Ptolemäern und Kleopatra war also die letzte Pharaonin, waren es ein paar Tausende, bis zu 7000 also Hieroglyphen für alles Mögliche. Und das erklärt auch, warum sich die Ägyptologen also mit den jüngeren Hieroglyphen wesentlich schwerer tun. Weil also ein Begriff, ein Zeichen mehrere Bedeutungen haben kann. Aber welcher ist hier genau gemeint bei der Übersetzung, etwa der Dendera-Hieroglyphen? Und hat man das immer auch richtig übersetzt oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Es wäre zum Beispiel interessant, also wenn gemeinsam ein Projekt entstünde, ja, also mit Technikern, Ägyptologen und vielleicht auch Leuten, die mit der Mythologie also noch mehr verbunden sind, ja. Aber das wird nicht stattfinden, weil natürlich es da eine Sperre gibt und sagt, also die Leute, die da jetzt von einer anderen Zunft so quasi da sich da einmischen oder was, mit denen wollen wir also lieber nichts zu tun haben. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, eines der berühmtesten Beispiele ist die berühmte Maschine von Antikythera, ja, also auch über 2000 Jahre alt, also von den alten Griechen, wo man heute weiß, also das war eine Art Vorzeitcomputer, eine Rechenmaschine. Das hätte man den alten Griechen nie zugetraut. Und da haben aber das, was man früher vielleicht nur Erich von Däniken und anderen, also Phantasten, also zugesprochen hat, da haben also Wissenschaftler heute festgestellt, jo, also das ist ein unglaubliches Hightech-Wissen, bis hin zum Differentialgetriebe. Das ist alles in diesem Zahnradwerk also enthalten. Das Merkwürdige aber bei dieser Geschichte, es gibt nur diesen einen Kasten da, handfertig. Und man fragt sich da wieder, wo ist die Vorgeschichte von dem Ganzen? Ja, das ist ja so, als wenn das plötzlich da ist. Ja? Aber wie ist das entstanden? Wo ist die Evolution von dem Ganzen? Ja? Und da haben die die Schlaumeier also auch noch keine Erklärung darauf gefunden. Und so bleiben halt viele Fragen offen. Ich war bemüht, in dem neuen Buch, in Kleopatras Wunderlampe, viele Fragen in dieser Richtung mit neuen Indizien, mit neuen Erkenntnissen, unterstützt durch die Technik, auch also zu beantworten. Aber es ist schon, wie wir schon vorher gesagt haben, eröffnen sich natürlich neue Fragen. Aber ich kann nur jeden auch also raten, schaut euch das selber an. Es gibt also im November die Gelegenheit, mit mir auch dorthin zu reisen. Aber man kann natürlich auch alleine unterwegs sein, ja, und das mit einer Ägyptenreise verbinden. Es gibt auch neue Attraktionen im Hathor-Tempel von Dendera. Es sind also zwei weitere Krypten seit wenigen Wochen geöffnet worden. Da gibt es zwar keine Glühlampendarstellungen, aber es gibt anderes, also dort auch zu sehen, also nicht weniger fantastisch. Und man kann auch jetzt auf die Tempelterrasse hinauf und hat dort einen gigantischen, also Panoramablick, auch zum Beispiel hinunter, also zum sogenannten Heiligen See. Da bin ich also noch dran. Es gibt nämlich also ägyptologische also, Anmerkungen, wonach man
so um 1918 herum beim Heiligen See Kultobjekte gefunden hat, die aus den Krypten von Dendera stammen sollen. Da würde mich natürlich interessieren, wie haben die genau ausgesehen und was war das? Sie werden unter Archivnummern geführt im Alten Ägyptischen Museum, aber auch über meine ägyptologischen Freunde haben wir also diese verschollenen Dendera Kultobjekte noch nicht ausfindig gemacht, aber da sind die Kollegen noch dran und da wird es auf jeden Fall noch spannend werden. Ja. Spannend, ja. Und wer da Interesse hat, am Ball zu bleiben und vielleicht auch Reinhard mal zu begleiten auf einer Reise, reinhardhabeck.at, glaube ich, ist deine Homepage. reinhardhabeck.at, die werde ich auch verlinken, natürlich hier in der Beschreibung. Was ich interessant finde und äußerst spannend finde, ist die Tatsache, dass es ja irgendwann mal einen gewaltigen Entwicklungsschub gegeben haben muss, der dann aber wieder abgenommen hat im Laufe der Zeit. Denn irgendwann war das ja auch wieder vorbei mit dieser, wenn wir davon Ah. ausgehen, dass Elektrizität war. Also, wie erklärt sich das dann? Ja, naja, es ist natürlich so, also die ganze Geschichte der Menschheit, also ist seit Kain und Abel, also mit Zerstörung und Kriegen begleitet. Ja? Und wir haben es erlebt, also etwa zuletzt auch mit dem ISIS-Terror oder was, also im Irak und was da alles also vernichtet worden ist. Wir wissen es aber natürlich genauso auch auch aus christlicher Zeit. Also egal, es ist immer so, dass die halt gerade an der Macht sind, versuchen, das Vorhergehende ja, kleinzureden, auszulöschen. Und dadurch wird natürlich also das Geschichtsbild verzerrt. Und so meine ich also, dass vieles also an erstaunlichem Wissen also verloren gegangen ist. Die Fachgelehrten erklären uns also, dass es vom primitiven Steineklopfer, ja, also bis zum, ich weiß nicht, bis zum Astronauten, ja, immer so entlang gegangen ist. Ja. Ich bezweifle das. Ich glaube, dass das eher so gegangen ist, ein Auf und Ab. Ja. Sind Zivilisationen gekommen und sind welche auch untergegangen. Und im Moment stehen ja wir wieder, ich sage es einmal vorsichtig ausgedrückt, an der Kippe. Also im Moment habe ich den Eindruck, es geht vorwärts in die Steinzeit, ja, wieder zurück. Oder wie also wie der Erich Kästner also ja gesagt hat, die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. Ja. Also es gibt eine Entwicklung. Ja, und es gibt auch immer wieder also Rückfälle. Ja. Und das erleben wir also, wenn wir also die alten Kulturen auch beurteilen, wenn wir Dinge ausgraben, die also nicht ins Schema passen. Die gleiche Frage werden wir uns selber oder müssen wir uns auch selber stellen. Ja. Also wenn, also alles hat ein Ablaufdatum. Ja. Irgendwann mal also sind wir auch nicht mehr da. Ja. Und wenn jetzt mal rein theoretisch, ich weiß nicht, keine Ahnung, in 5000 Jahren, ja, optimistisch, also gerechnet, kommen außerirdische Kundschafter und ja, finden jetzt, keine Ahnung, ja, Überreste also von einem Laptop oder was, ja. Also sie können den aber nicht also aktivieren oder was, wie werden sie denn beurteilen? Das war dann irgendein ein magischer Zauberspiegel oder was, ja. Und so geht es uns natürlich heute, also wenn wir diese alten, diese Funde, diese Kultobjekte ist ja nur eine Umschreibung für etwas, eine Verlegenheitserklärung für etwas, das man nicht genau erklären können. Also wenn wir das beurteilen, geht es uns heute also genauso. Mich interessiert die Geschichte hinter der Geschichte und darum also fasziniert mich das so. Ich möchte wissen, was der, mag sein, Kult hin oder her, aber was war der Ursprung? Was war die Motivation für diesen oder jenen Kult? Und dann landen wir halt also sehr oft also bei so archäologischen Anomalien oder eben auch Legenden. Das ist ja auch interessant. Das war ja von dir auch ein bisschen also die Frage angedeutet. Ja, woher kam dann das Wissen? Also wenn wir sagen, okay, gut, ja, es hat also dieses Hightech-Wissen in der Vergangenheit gegeben, aber woher kam das? Und die Insider wissen es ja, also ich bin ein Freund oder ein Vertreter auch also der Paleoceti-Forschung. Das heißt nicht, dass ich jetzt überall also Außerirdische sehe oder was, ja. Aber also in meine Überlegungen spielt das natürlich auch mit hinein, vor allem deswegen, weil
es nun mal also diese Legenden rund um den Globus gibt, ja, und die erzählen alle eine sehr ähnliche Geschichte, nämlich, dass das Wissen von den Sternen gekommen ist. Das heißt, es gab einen Wissenstransfer von den Sternen zur Erde. Und ähnlich wie bei Interpretationsfragen wie Glühlampe oder Sonnensymbol, stellt sich das natürlich genauso auch bei der Frage also der Götter. Nicht? Die Gelehrten sagen, ja gut, das sind halt Ausgeburten also der Fantasie. Aber woher wissen wir denn das? Es war ja niemand von uns wirklich dabei, wie das entstanden ist. Ja? Und ich meine, dass hier genauso die Frage erlaubt sein darf, gab es also vielleicht also irgendjemand, irgendetwas, das für diese Legenden Pate stand. Und dann landen wir natürlich also bei den Thesen von Erich von Däniken und anderen, waren die Götter Astronauten? Ja? Und das ist eine Frage, die uns einfach begleitet. Also wenn wir also diese alten Kulturen und diese Rätsel, die damit verbunden sind, also eben also beurteilen. Ich halte das also für nicht unwahrscheinlich und ich meine, dass es auch gute Indizien dafür gibt. Es gibt natürlich auch sehr viel Blödsinn und Unsinn. Ja? Und es ist auch nichts dabei, wenn man also nach einer längeren Untersuchung oder was erklärt, okay, dieses oder jenes hat sich dann als Unsinn herausgestellt oder da ist man falsch gelegen. Ja? Aber bevor man das sagt, muss man das erst einmal untersuchen. Und was mich stört, ist, dass man also von manchen, sage ich mal, alles Wissen, ja, schon im Vorhinein also zu hören bekommt, ja, das ist ein absoluter Blödsinn, ja, weil das wird also so und so erklärt und das wissen wir doch. Nein, wir wissen es eben nicht. Es ist auch nur eine Vermutung, eine Interpretation, ja. Und bei den Geisteswissenschaften ist es nun mal so, das sind Indizien, ja, das ist eine Interpretationsfrage. Und die Interpretation, die Götter auch als leibhaftige Besucher aus dem Kosmos, also zu deuten, ist legitim. Und vieles spricht meiner Meinung nach auch dafür. Wir leben in absolut spannenden Zeiten. Oh Und ja. ich hatte wahnsinnig viel Spaß heute, Reinhard. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Du Oh hast ja. wirklich meinen Tag gemacht heute. Unglaublich, unglaublich tolle Runde. Danke sehr Wirklich. Ja. herzlich. Auch dir, Gunnar, natürlich auch, weil ich bin ja ein bisschen, vielleicht lege ich es jetzt also ab mit dem Einstieg. Ich bin ja ein bisschen also medienscheu. Ja? Liegt natürlich zum einen auch daran, dass ich wirklich den Tag ausgefüllt habe. Aber natürlich gehört es auch irgendwie mit dazu. Und es ist halt so, ich gehöre eher halt also zu der, ja, zu der aussterbenden also Spezies, die halt noch sehr gern direkt, ja, also von Angesicht zu Angesicht, ja, ich sehe euch natürlich, ja, aber ich hätte euch gern leibhaftig, also vor mir. Und da spielen natürlich also Events und Meetings. Und Gunnar, du hast ja einiges also in der Richtung auch vor und bist ja da aktiv. Und so hoffe ich, dass ich auch also bei deiner nächsten also Meeting Geschichte auch dabei sein darf. Da kommt man ja auch dann direkt also mit den Interessierten also auch in Kontakt. Und das ist im Übrigen nur so nebenbei noch einmal bemerkt, auch der Grund, also warum ich das so gern mit den Reisen mache. Ja, da bin ich also mit Interessierten auch unterwegs und wir haben da ein, zwei Wochen dann also die Gelegenheit, also völlig ungezwungen über Gott und die Welt, über alles, nichts ist da verboten oder was, über alles darf man reden und ich selber lerne dabei so viel. Ja, ich bin da also so dankbar dafür, weil es eben unterschiedliche Perspektiven gibt dazu. Ja, es gibt nicht nur eine Wahrheit, ja, es gibt mehrere. Und das macht es also für mich so faszinierend und ich bin da auch also für alles offen, weil ich sage auch diese Elektrothese, ja, das ist nicht die absolute Wahrheit, das ist ein Denkanstoß. Ich für mich glaube, dass ich da nicht so falsch liege. Aber einen absoluten Beweis habe ich dafür natürlich auch nicht. Ja? Das ist eigentlich so ein Bereich, wir haben das immer wieder mal, gell, Daniel. Die Mischung macht es natürlich, das Interdisziplinäre. Ich habe meinen Kongress voriges Jahr natürlich auch aus diesem Grund ins Leben gerufen, weil natürlich dann eine Präsentation passiert mit mehreren Vortragenden fürs Publikum. Was aber ganz ein wichtiger Punkt ist, ist eben, was du gesagt hast, Reinhard, dass wir Forscher uns einfach einmal treffen können und zumindest einmal ein paar Stunden Zeit haben,
ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da passieren so unglaubliche Dinge. Und ich fühle mich sehr glücklich, so wie du das wahrscheinlich auch empfinden kannst, dass wir Zugang haben zu gewissen Dingen und heute eben auch die Möglichkeit dieser Kooperation und Zusammenarbeit. Weil, wenn ich mir das aus meiner Sicht anschaue, was momentan passiert im Netzwerken, wie wir die Menschen zusammenbringen. Und du sagst, aussterbende Rasse, wir würden das natürlich alle gern immer live haben. Nur es sind, ich würde die nicht als aussterbende Rasse bezeichnen, vielleicht ein bisschen so als Urgestein in dieser Forschungsrichtung, wo wir unterwegs sind. Na, kannst du sagen, Mumie. Na, weil Mumien geben nichts mehr her, weißt? Wir Lebende brauchen die. Mumie. Ja, wir brauchen die schon lebendig, aber wir leben in einer total interessanten Zeit. Jedenfalls für mich stellt sich das so dar. Ich habe seit einigen Jahren jetzt Ja. einfach immer mehr und mehr Kontakt zu Forschern wie zu dir oder am Klaus Dohner oder am Erich von Däniken und dann sind wir schon in einem Bereich, wo jahrzehntelang jemand an was gearbeitet hat, viele Bücher publiziert. Du kennst die Gabi Lukacs zum Beispiel und Natürlich, es ja. ist momentan eine super, super geniale Community und für mich stützt sich das wirklich so dar, dass natürlich ich auch hoffe, dass auch nach mir wieder eine jüngere Generation kommt, die mit dem was weitermacht, damit das ja nicht verloren geht. Weil, wie hast du vorher gesagt, ich glaube, 28 Bücher von deiner Seite, das ist ja, da muss man sich zuerst einmal die Zeit nehmen, das alles lesen, damit man überhaupt weiß, was ist in dem Kopf von einem Reinhard Habeck los. Und selbst dann, glaube ich, erreicht man vielleicht 30% von dem, was bei dir da drin wirklich los ist. Und ich stehe mir es wirklich auf die sogenannte Schwarmintelligenz, wo man dann manchmal ein paar so schlaue Köpfe einfach zusammenschmeißt, am Lagerfeuer sitzt und eine ganze Nacht lang einfach nicht aufhören kann, weil's einen eigenen Drive kriegt. Und da geht ganz, ganz viel weiter. Da können wir ganz, ganz viel Dinge kombinieren. Ich finde, eine geniale Zeit und toll, dass wir die Möglichkeiten haben, auch da in dem technischen Bereich, weil es halt nicht immer geht. Wir sind wirklich zum Teil weit voneinander entfernt und es geht uns alle so. In Wirklichkeit könnte man gern das doppelte Ausmaß an Stunden pro Tag in Anspruch nehmen, damit wir endlich wirklich genug Zeit haben für die richtige Arbeit. Nur wir sind. Ja, wir sind gut aufgestellt, alle miteinander und wir leben in einer wirklich fantastischen Zeit und es dürfen alle Fragen gestellt werden und es darf über alles gesprochen werden. Und es ist genauso, wie du sagst, es ist auch in meiner Forschung so. Natürlich ist unser Zugang. Ich kann ja nicht garantieren, ob das jetzt mit der Forschung in der Resonanzkammer, ob das jetzt überhaupt irgendwie stimmt. Nur das ist mein Zugang und da arbeiten wir halt einmal weiter. Und so kann man, wie Sokrates das gemacht hat, einfach auch im Laufe der Zeit wirklich die Irrtümer ausschließen. Und das ist für mich eine der Methoden, wie wir dann schon auch zu Antworten kommen. Ja, absolut, ja. Richtig so, Wahre ja. Worte. Mit diesen Worten machen wir heute mal den Sarkophag zu, Leute. Reinhard, Gunnar und ich setzen uns jetzt in diese Zeitmaschine hinter mir. Ihr seht die hinter mir. Da setzen wir uns jetzt Ja, rein. fantastisch. Gucken uns das Ja. eine oder andere Mal aus der Nähe an. Danke an jeden, der es bis hierhin ausgehalten hat. Noch einmal zur Erinnerung: reinhardhabeck.at. Link in der Beschreibung. Guckt euch mal die Seite an und ja, begleitet Reinhard vielleicht mal auf der einen oder anderen Reise. Dann werde ich auch Gunnars Projekte hier in der Beschreibung verlinken. Das Targo Experience Projekt, auch ganz spannend. Der nächste Kongress steht an. In 5, 6 Monaten ist das schon, Leute. Da werden wir auch noch was zu machen. Ja, noch einmal, Reinhard, es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt heute. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war super schön mit dir. Tausend Dank. Ja, ich danke euch für das Interesse und in diesem Sinne halt also auf zu neuen Welten. Ne? Auf zu neuen Alles Welten. Gute euch, gell? Danke. Bleibt noch 2 Minuten bei uns, Bleibt okay? dran, ja. Gerne, ja.